Hallo, hier ist Steffen. Bevor es richtig losgeht mit Episode 87, hier noch der kurze Hinweis, dass diese Episode bereits am 15.02. diesen Jahres aufgezeichnet wurde. Das merkt ihr dann in der Episode an verschiedenen Sachen. Zum Beispiel wird da der Start von Disney Plus erwähnt, der ist ja mittlerweile passiert. Und es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Sachen, die nicht mehr ganz aktuell sind. Ja, ich habe das aus verschiedenen Gründen nicht hinbekommen, die Episode zu schneiden. Will ich gar nicht näher darauf eingehen, welche Gründe das waren. Jedenfalls hat sich der liebe Andi vom Telestammtisch bereit erklärt, die Episode zu schneiden. Und daher geht mein herzliches Dankeschön an ihn. Er hat das jetzt, also das Nachfolgende, weitestgehend vorbereitet. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Hallo, hier ist Hennes Bender und ihr hört die Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hallo. 86 ist zum einen die letzte Episode gewesen von Comic Cookies. 86 war aber auch das Jahr, wo Falco mit Rock Me Amadeus weltweit dann auf einmal Nummer 1 wurde, wobei der Song natürlich von 85 ist, aber es ist ja wurscht. Eins später ist 87. Wir sind Comic Cookies Podcast Episode 87. Herzlich willkommen. Wir sind live bei der Aufzeichnung dabei, die dann später ausgestrahlt wird. Wir haben die Gäste vor Ort, die sind nicht zugeschaltet, sie sind alle hier. Wir haben einen Herrn ohne Mikro und ohne Kopfhörer. Herzlich willkommen. Der winkt gerade, der winkt. Also wir müssen ja Jetzt, weil du kommentieren. sagst, Wir winkt er müssen gerade. Gut. kommentieren, dass. Also wir müssen zum einen die Regieanweisung geben, die auch gleichzeitig Kommentar ist. Das ist cool. Also wann der Hampelmann machen soll. Wann haben wir das schon mal gehabt? Ja. So, Gordon, Hampelmann jetzt? Du hast seinen Namen gesagt. Ist denn Oh, okay? ja. Zensiert das! Er ist noch aus der letzten Episode mit rüber geschwappt. Geben Quasi. gerade noch das Lebenszeichen von der 86. Das Lebenszeichen war ja der Teaser, dass wir noch leben. Wir leben noch, wir sind alle da. Deswegen ist er ja auch heute nicht zu hören, deswegen ist er heute nur Schwapper. So, Genau. jetzt. Gordon the Schwapper. So. Neben Gordon the Schwapper sitzen zwei weitere Podcast-Kollegen. Also insgesamt sitzen Entschuldigung. Vier weitere, aber direkt neben ihm sitzen zwei. Ja. Und fangen wir links, fangen wir rechts an, fangen wir in der Mitte an. In der Mitte sind Getränke und ein bisschen was zu naschen und Comics liegen hier rum. Macht's doch nicht so spannend. Und an Menschen sind auch noch ein paar anwesend. Ach, übrigens, Haustiere haben wir diesmal keine. Die Lucy ist schon wieder gegangen. Das ist der Hund von meinem Bruder, der ist schon weg. Ja. Hinterlasst in den. Jetzt kommt doch mal zu den menschlichen Flaschen. Mensch. Menschlich, so. Zu den menschlichen. Zum einen haben wir hier Marek. Marek, stell dich vor, sag Bescheid. Schönen guten Tag, mein Name ist Marek. Du hast nicht Bescheid gesagt. Bescheid, Erster Bescheid. Strike, erster Strike. Oh, verdammt. Und außerdem haben wir noch jemanden, der Bescheid sagen kann. Das ist Patrick. Patrick sagt Bescheid. Bescheid. Jo. Der hat aufgepasst. Der hat aufgepasst. Möchtest du noch ein, zwei Worte mehr sagen oder später? Du darfst Ich bin wieder da. Er ist wieder da. So, und Er ist ich, noch da. ja, der Steffen ist hier und den Kauderwelsch am Anfang besprach der Licher Legende. Jawohl. Ich finde aber, Ausschweifung klingt löblicher als Kauderwelsch. Abschweifung gibt es heute Ja. gar nicht, es sei denn, sie sind begründet. Das ist zu spät schon eigentlich. Zu spät, zu spät, zu spät. Seitdem wir deklarieren, es weiterhin als Kauderwelsch, dann könnte es noch. Ne, egal. So, ja. Was gibt's Ja. hier? Wir haben uns zusammengetroffen Wieso hier. sind wir hier, genau? Ja, wo sind wir in der Stadt am Rande des Universums? Weil wir dachten, es ist mal wieder Zeit. Wir haben lange nichts von uns hören lassen. Das ist Ja. sozusagen die sehr verspätete Weihnachtsepisode, ohne dass es weihnachtlich wird. Wobei es ein paar Plätzchen, ja, nee, Twix, Mars, was Da auch ist immer, Keks drin. Kinderriegel. Wir müssen alle aufzählen, Muss man sonst nicht. fühlt sich einer benachteiligt. Ach so. Wir werden von Werbung finanziert, also wir müssen das jetzt alles auflisten. Du müsstest mal noch, warte mal kurz, so, ja. Oh, oh, was, wir werden finanziert. Hast du gehört? Oh, Das war das Genick. Ich hab Genickbruch. Ins Genick gekniffen. So, was? Bockwürgegriff. Ja, das war's, Bockwürgegriff. Ja. Kam der Spock überhaupt bei PK vor? Ne, der kommt da gar nicht vor. Der gehört auch Ja. gar nicht hin und deswegen erwähnen wir das gar nicht. Wir reden gar nicht drüber. Worüber reden wir denn heute eigentlich? Über Zum Teil Verschiedenes? über Comics, würde ich sagen. Ja, Comic-Teile. Auch über Cookies. Cookies eventuell, Ja. wenn, aber auch über, was hat man denn noch vor?
Was hast du denn auf deiner Liste stehen? Nee, das ist... Über große Ankündigungen? Nee, da sind die Sachen, über die wir nicht reden, stehen. Ach so. Drauf. Ach so. Ach so. Mann, ist das eine lange Liste. Also das zweite, also das erste haben wir schon besprochen, dass wir es nicht besprechen. Das zweite ist ja auch das, was wahrscheinlich nicht besprechen. Das weiß ich gar nicht. Was hast du? Ich sehe ja nicht, was du da hast. Ich habe eine Brille hier. Oh Gott. Könnt ihr mal. Ich habe meine Brille gar nicht. Kann man den Zettel einmal rumgehen lassen, damit wir alle wissen, wo ich meine nicht nur die reden zweite dürfen. Zeile. Ja. Also, ich glaube nicht, dass das. Ich habe das ja nur dazu geschrieben, weil das dann die Gegenseite zur ersten Zeile wäre. Ja. Wenn wir über die erste Zeile nicht reden, reden wir auch über die zweite Zeile nicht. Das ist verrückt. Ja. Damit kann jetzt wieder keiner was anfangen. Die sind jetzt alle schon wieder ausgestiegen. Ja, aber es ist schon interessant. Du machst doch immer diese Marken, was welches Thema gerade ist. Also ich finde diese echt spannend, die Sachen, über die wir nicht reden werden. Genau. Das ist echt mega. Wir reden im Anschluss, wenn das Mikro wieder aus ist. Achso, also, sehr schön, da freue ich mich. Muss schon klar abgesteckt werden, worüber wir nicht reden, damit die Hörer auch wissen, dass wir über Sachen nicht reden. Also die ganze Zeit, weil es ist so, sind wir bald fertig, sind wir bald fertig. Über die Themen reden. Ich will endlich reden. Ja, ich will endlich reden. So, der Marek hat bestimmt heute was anzukündigen. Dann der Patrick hat was anzukündigen. Genau. Über den, dessen Namen wir nicht mehr sagen dürfen. Doch, wir dürfen ja sagen. Das haben wir schon längst gesagt. Das hätte auf meinem Zettel stehen müssen, wenn wir es nicht sagen. Der Gordich-Knoten. Naja, gut, okay. Dann, Wie heißt der Nachname? Knoten. Samuel, dachte ich. Wieso Knoten? Gordischer Knoten. Naja, gut, egal. Ach so. Ja. Shumway habe ich letztens ein, zwei Mal geguckt. Shumway wäre auch eine Option. Ja. Ich schwitze schon wieder so. Was ist denn hier los? Ist heute auch warm, ne? Diese heutige Folge. Die fängt schon heiß an. Steffens Schweiß. Wollen wir die direkt zu nennen, oder? Das nenne ich eine Weihnachtsfolge. Das ist eine Weihnachtsfolge. So, ja. Über was wollten wir sprechen? Über tierische Comics zum Wohl. Über tierische Comics. Zum Wohl. Vielleicht über Zukunftscomics, also wo das Thema Zukunft ist. Vielleicht aber auch nicht. Ich trinke jetzt erstmal was. Mhm. Und, über die Watchmen wollen wir in der ein oder anderen Sache sprechen, nämlich über zwei Fortsetzungen der Watchmen. Apropos 86, Watchmen kam aus dem Jahr 86, da hätte man auch anknüpfen können. Eben, 86, genau, da war nämlich... Mach doch nicht wieder alles kaputt, jetzt haben wir jetzt nicht erwähnt, gepasst. Mensch, jetzt ist doch... Ich finde, es hat gepasst. Hat gepasst. Gepasst, wenn es am Anfang. Naja, egal. Ist doch. Das kann sich auch durch die ganze Episode ziehen. Ja. Hallo. Irgendeine Anekdote aus 86. Wer ist 86 geboren? Meine Schwester zum Beispiel. Ich? Ja, du auch? Ja. Bist du alt wie meine Schwester? Um Gottes Willen. Ach so, ich dachte, er wäre jetzt deine Schwester, dachte ich. Nee, das wäre schlimm. 86 wurde ich 10. Ja, also, es ist so gesehen, nee, wurde er 10. Was erzähle ich denn für den Spaß? So alt bist du schon, echt? Ja, ja. Ah, ja, ja. Krass, bist du alt. Mhm. 86 war ich 6. Ja. Ja, schön. Dann bin ich ja jünger als wie du. Irgendwie schon. Dann, ja, aber nur die Jahre Unterschied, mehr nicht. Ja. So, bevor wir uns jetzt hier völlig ausfranzen. So fängt er immer jetzt an, danach sagt er nichts. Bevor alle abschalten. Was haben wir denn hier? Bevor alle abschalten, lass Hallo. Uns doch mal über Comics sprechen. Mhm. Wir haben zwei tierische Comics dabei. Du wolltest ja über Black Sad sprechen? Nee. Den hat er einfach als Geschenk mitgebracht. Ja, aber wir können trotzdem drüber reden. Wir können klar, drüber klar. reden. Mal, ein schöner Comic. Wenn wir über den Ein Affe am Himmel sprechen, ja, was der Comic ist, den ich dabei habe, werden wir wahrscheinlich unweigerlich sowieso mal kurz das Wort Black Sad irgendwann mal fallen lassen. Ja, dann können wir auch über Black Sad reden. In eine ähnliche... Und falls wir reinblättern wollten, er ist sogar vor Ort, der Black Sad Comic. Richtig. Aber der Black Sad Comic hat keine gelbe Rückseite. Das, nee. Das hat aber er hat, an irgendeinem Band hat er ein gelbes Cover. Ja, dritte, glaube ich. Oder das vierte? Das war der vierte. Vierte. Ja. So, jetzt haben wir alle durch. wir wollten über Ein Affe am Himmel sprechen. Das ist so ein Comic, der ist mir jetzt das letzte Mal, als wir MT3 waren, ich mache dann auch noch welche. Er macht auch noch welche. Liebe Zuhörer, er macht auch noch welche. Kurze Einordnung, der Marek hat gerade Fotos gemacht. Und will sie nach 1986 zurückschicken. Genau, um die Menschheit zu verschrecken. Ein Affe am Himmel ist mir neulich ins Sichtfeld gelangt, als ich im Comic war. Als du nach oben geschaut hast. Genau. Und dachte so, bei dem Titel, bei dem Untertitel, erstens Wakanda, also der erste Band nennt sich Wakanda. Wakanda, so sagt mir doch irgendwas, so heißt doch dieser Staat, dieser fantasie-afrikanische Staat in den Marvel-Comics, beziehungsweise auch in den Filmen. Ne? Bei welchem Superhelden? Bei welchem Superhelden? Black Panther. Komm daher, zum Beispiel. Und Black Sad nicht. Black Sad erzähl weiter. Und genau,
da habe ich mir doch gedacht, oh, da ist ein Affe drauf und als anthropomorphe Umsetzung. Mhm, mit voll coolem Gesichtsausdruck. Also mit voll coolem Gesichtsausdruck, dann habe ich mal reingeblättert und habe gedacht, das ist genau mein Ding. Also wer so, und da haben wir es jetzt dann auch, Black Set. Wer Black Set mag, der mag bestimmt auch sowas in der Art. Mhm. So, wo ist das Ganze angelehnt? Es spielt in New York. Sie ist an ihn angelehnt hier. Sie ist auch an ihn angelehnt auf dem Cover. Du hast gerade was hingelegt, was jetzt nicht mehr angelehnt ist. Es ist ein Graus. Das Ganze kommt vom Schreiber und Leserverlag. In der Alles Gute Edition oder sagt man da Edition, Sublabel? Es ist eigentlich Edition. Ja, das ist schon sowas wie ein Eigner. Edition, habe ich Edition schon gesagt? Edi und Zion. Ja, so eine, also von Alles Gute, glaube ich, ist das, ne? Ist so eine. Ja, genau. Ein Label. Mhm. Ja, es geht halt um den Affen, der da heißt, wie heißt denn? Harry, ach du lieber Harry, fahr schon mal den Wagen vor. Harry Faulkner, Ex-Kampfpilot, ich kann dir mal den Rückentext vorlesen, da haben eigentlich alle wichtigen Infos drauf. USA 1933, Harry Faulkner, Ex-Kampfpilot aus dem Geschwader, du kannst besser lesen, bitte. USA 1933. Harry Faulkner, Ex-Kampfpilot Faulkner. Bitte nochmal. USA 1933. Harry Faulkner. Nein, Tony! Harry Faulkner, Ex-Kampfpilot aus dem Geschwader Lafayette, ist jetzt Kunstflieger plus Akrobat in seinem eigenen fliegenden Zirkus. Ein üppiges Leben ist das nicht. Am Himmel über New York in dem luxuriösen Zeppelin Wakanda fließt indessen der Champagner in Strömen, ungeachtet der Prohibition. Man feiert die Öffnung der Luftschifflinie Europa-USA. Doch unter den Festgästen befinden sich Terroristen, die drohen, den Zeppelin über Manhattan explodieren zu lassen. Das steht auf der gelben Rückseite von diesem Comicband, mhm, in schickem Hardcover, in der, ja, typischen Größe, genau, von all den Bänden. Das ist alles, was man wissen muss, also ja, darum geht's. Gelbe Rückseite. Mhm. Die gelbe Rückseite ist das Allerwichtigste, zumindest für den Legende. Ein gewisser oder eine gewisse Etienne Willem. Oh. Etienne? Etienne ist auch ein Männervorname, ne? Aber ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Ja. Doch, der ist, von Rocket Beans heißt auch Etienne. Okay. Ach, stimmt, ja, ja. Genau, der hat das Ganze in Eigenregie, also schriftlich als auch bildlich umgesetzt. Und mhm, das Ganze ist natürlich aus dem Französischen stammend, spielt halt, wie schon erwähnt, in New York. So der... Naja, so sagt man im goldenen Zeitalter, 1933 zählt das noch dazu. Nee, die 20er Jahre waren das goldene Zeitalter. Ich kenne mich da gar nicht, egal, so. Also so kurz bevor der Krieg in Europa, der Zweite Weltkrieg, begonnen hat. Also was heißt kurz davor, aber ein paar Jahre davor. Und ein paar Jahrhunderte. Nein, nein, nein. Und ja, es ist halt Armut ausgebrochen auch. Also die Leute leben zum Beispiel im Central Park in gewissen Slum-ähnlichen Verhältnissen und Zeltstätten und so weiter und so fort. Und da hat es halt auch unseren Harry Faulkner hin verschlagen. Und die Geschichte dreht sich ja um die Zeppelin, um die Wakanda. Und da kriegt er dann halt irgendwann mit, da sind Terroristen an Bord, da gibt es eine Gefahr. Und jetzt weiß er halt auch, dass seine Bekannte oder Freundin da an Bord ist, um da über das Luftschiff zu berichten. Sie ist halt Reporterin, mhm, und deswegen macht er sich dann auf den Weg, das Unheil zu verhindern. Ja. Ist das die anthropomorphe Charakterin, genau, auf dem Cover? Ja. Mhm. Ja. Jetzt haben wir hier so den einen oder anderen, nee, doch haben wir, aber der hat kein Mikrofon. Für Anthropomorphes. Ist vor Ort, ist anwesend, sehr nahe. Kann er ja mal Zeichen geben. Er kann es pantomimisch darstellen, was er dazu zu sagen hat, weil er hat leider kein Mikro. Also mein Eindruck war jetzt so ganz, ganz klar, dass es an Black Set natürlich nicht ganz rankommt, aber der Stil. Optisch oder von der Geschichte oder beides? Sowohl als auch optisch ist es natürlich trotzdem, trotz allem mein Ding, aber es fehlt noch so ein bisschen so das gewisse Etwas, was halt jetzt... Der ist ein bisschen cartooniger, oder? Aber also, das ist ja Absicht. Naja gut, aber das hast du ja bei Black Set auch. Also auch, ja. Aber, so aber von vielleicht von der Anatomie, glaube ich, ist es da sogar noch raffinierter ausgearbeitet als hier, oder? Und du meinst vielleicht auch den Aspekt, dass es ein bisschen stilisierter ist. Also wie heißt das für... Also nicht so viel... Wir können es ja vergleichen hier. Mhm. Ja. So.
so auch so dieses ganze drumherum, diese ganze Atmosphäre. Das Filigrane wird im Hintergrund. Also gut, es ist ja auch ein etwas anderer Ansatz hier. Also das ist, Black Set ist ja Black Noir. Sorry. Black Noir. Crime Noir, sagt man. Black Noir. Crime Noir, schwarz. Sorry. Dunkelschwarz. Alles schwarz. Es ist schwarz. So, Crime Noir, Story. Und das ist, mehr oder weniger Flieger-Comic, wenn man Flieger-Abenteuer-Comic. Ja. Und es ist insgesamt ein bisschen heller, ein bisschen bunter ausgearbeitet. Und bisschen fröhlicher. Fröhlicher, also, ja. In der Physiognomie und in den Gesichtsausdrücken finde ich jetzt den ein Affe am Himmel nicht qualitativ irgendwo Minuspunkte geben. Finde ich cool. Ja. Der ist halt so ein bisschen wie so mancher flotter Spirou-Zeichner seinen Strich hat, der dynamischer Affe am Himmel. Dynamischer, genau. Ja, der ist auch, ja, gut. Der ist auch mal dynamisch, Black Set, aber auf andere Weise. Ist so. Es ist halt, hier haben wir auch einen Affen als Protagonisten, der ja an sich eventuell schon mal agiler sein könnte als ein Kater. Naja, gut, ist Auslegung. Aber, kein Wunder, dass die Amy hier nicht mehr vorbeikommt. Und so. Ja, der diskriminiert hier Katzen. Ja, ja, nein. Also, Steffen steht auf Affen. Wieder was gelernt. Nee, also ich kann, also wer mit Black Set was anfangen kann, dann kann ich trotzdem auf jeden Fall mal einen Blick empfehlen. Und steht ein 1 dabei, das heißt, es wird wahrscheinlich auch irgendwie mal fortgesetzt. Mal gucken. Ja. Vielleicht haben wir ja dann demnächst schon was anderes, aber das dauert wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Weil, was meinst du? Ja, irgendwo habe ich gehört, dass Solo auch nochmal neu aufgelegt werden soll. Solo gab es ja mal in die Kannibalenstadt, glaube ich, hieß der erste. Weiß nicht mehr genau, wie der erste hieß. Aber der war ja nur ein Band leider erschienen in Deutsch und der auch in Schwarz-Weiß, also ohne Koloration. Mehr war erschienen in Episoden in Zack. Genau, in Zack war auch noch ein bisschen. Und da kommt auch irgendwann vielleicht mit Glück im deutschen Markt mehr und das alte vielleicht auch nochmal ein Bund. Mal gucken. Können wir uns nur alles Gute wünschen. Alles Gute, ja. So, ja. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. 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 Oh, was? Welchen Strudel sind wir denn jetzt? Ich glaube, das kam von außen, oder? Der Legende hat doch sicher auch irgendwas gelesen. Wie kommst du denn da drauf? Ich dachte, du liest nur noch Comics. Nein, oder? Ich habe ganz viel TV geguckt, weil das alle machen. Ich wollte mich einmal so fühlen wie die anderen. Naja, gut. Läuft aber auch viel. Ich habe leider auch nur den gelesen und so ein bisschen. Ach so, was von Watchmen. Du bist schon durch. Nee. Ach so. Watchmen käme dann noch, aber ja. Und Watchwomen? Ja. Kommen auch Watchwomen oder nur Watchmen? Ja. Kannst du weitermachen? Also ich gucke lieber Frau, aber mach du bitte einfach weiter. Ja. Was, oder also ansonsten, wenn es dich jetzt überrumpelt, frag mal halt einfach die anderen, ob die noch was gelesen haben. Ach, ich kann ja einfach mal irgendwas erzählen. Erzähl also ich mal irgendwas. Jetzt, ich glaube, ich habe davon... Unterschied zu sonst? Kein Unterschied zu sonst. Ich erzähle immer von Buffy, dann kann ich heute auch von Buffy erzählen. Das sind inzwischen auf dem amerikanischen Markt von der Rebooted-Serie 12 Hefte erschienen. Die ersten 4 wurden von Dan Mora gezeichnet, den Zeichner, der so überraschend auf den Markt kam und alle überzeugt hat, weil er sehr gut zeichnet. Alle Buffy-Geschichten schreibt immer die Jodie Belair. Und ab Heft 5 hat das der David Lopez gezeichnet. Das haben wir jetzt alles, oder habe ich jetzt alles auch schon bis zur 12 gelesen, weil da kam das ganz große Crossover-Event. Ich glaube, es hieß Hellmouth. Also bei Buffy heißt ja immer alles Höllenschlund. Und warum erzähle ich davon? Also es ist cool, also macht voll Spaß, wie Buffy heutzutage im Reboot aufgestellt ist. Wer Buffy kennt, mag es ja wahrscheinlich und wenn er uns mag, dann mag man all diese Elemente, die in Buffy vorkommen und die wurden, als es das erste Mal Buffy erzählt wurde, ja irgendwie der Reihe nach, dann kam der Autor auf die Idee, in der 4. Staffel kam noch das dazu, in der 7. Staffel und das. Verbesserung ist das zweite Mal. Das zweite Mal. Vorher gab es ja noch diesen Film, aber egal. Stimmt, genau, ja. Nee, das war nochmal, ja genau, ja. Das war ja auch nochmal... Das war ja was völlig anderes. Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. Gut, dass der Hinweis kam. Dafür bin ich da. Stimmt doch. Stimmt doch. Weil hier, ne? Und jetzt, wenn man jetzt die Serie kennt nach dem Film und die mag, also ich glaube, das ist die große Fangemeinde von Buffy, mag hauptsächlich diese Serie. Der Film hat auch schon große Schauspieler, aber ist auch groß in Vergessenheit geraten bei manchen. Hatte der große Schauspieler? Donald Sutherland zum Beispiel? Echt? Den meine ich jetzt, genau. Ich glaube, das war es dann auch schon. Ja. Und große. Ich wollte jetzt auch nicht nachfragen, ob körperlich große, aber egal. Wie groß ist der Donald Sutherland? Über 1,85 würde ich schätzen, oder? Ich weiß es gar nicht.
Schreibt es also in die Kommentare, liebe Zuhörer. Vom Alter her ist er bestimmt schon 85. Nee. Ja, vielleicht auch 86, aber jetzt haben wir ja die Episode 87. Und jetzt ist es ja, das Crossover ist gerade jetzt in Amerika fertig. Das nächste Einzel-Buffy-Heft wird von jemand anderem gezeichnet. Danach ist aber das 14. schon wieder für David Lopez als Zeichner angekündigt. Und jetzt ist der erste Band im Februar, wir haben jetzt Februar 2020, das heißt 2020-02, bei Panini jetzt angekündigt, der kommt diese Tage raus. Wahrscheinlich, wenn wir es veröffentlichen, diesen Podcast, ist er wahrscheinlich gerade im Laden frisch. Das wer auf jetzt, Deutsch das lesen ist möchte. Die große Frage. Wetten. Wer ist eher da? Podcast Rennen mit der Zeit. Das Laden frisch. Ja. Genau, also der ist jetzt diese Tage, ist der, dieser, auf Deutsch erscheint es ja immer als Band bei Panini dran. Und da könnt ihr von vorne einsteigen, wo die ersten vier Hefte vom Dan Mora sind. Wie groß ist er? Wie alt ist er? 1,92. 1,92 ist der. Unglaublich. Der Donald Sutherland. Ja, das ja. Der Donald. Der Donald Sutherland ist 1,92 Meter groß. Mhm. Und wie alt ist er? Der ist 35 geboren. Ich dachte, der ist 35. Der ist 35. War er auch mal. Also als er 35 war, hat er wahrscheinlich auch schon seine volle Körpergröße gehabt. Vielleicht geht er heute gebückt und ist nur noch 1,90, ich weiß es nicht. Ja, oder er war damals noch größer. Vermutlich. Ja. Du schrumpfst dir im Alter wieder. Je nach Frisur dann auch. Hm. Genau, also die Buffys habe ich alle gelesen, hat mir Spaß gemacht, weil es jetzt einfach, man muss jetzt nicht mehr, also haben sich die Autoren so gedacht, bis zur siebten Staffel warten, bis dieser tolle Effekt oder neue Charakter oder Idee aus dem Buffy-Versum dazukommt, sondern die haben das jetzt alles ein bisschen neu durchgemischt, macht sehr viel Spaß zu lesen. Wie ist da jetzt der Spin dabei? Also das heißt, die haben jetzt alle bisherigen Staffeln genommen und irgendwie nochmal zusammengebracht? Nee, die haben die Elemente, die in Staffeln vorkommen, sowas wie der Charakter, sowas wie... Mhm. Diesen Part von irgendeiner Storyline und diese Konstellation von so und so. Also ich meine, da gab es ja, was weiß ich, verschiedene Leute, die verschiedene Beziehungen miteinander hatten. Das, was vielleicht aus heutiger nochmal erzählt sich nicht so interessant ist, wird anders weggelassen, anders erzählt und dann weiß man später, dass die Willow auf dies und das stehen könnte. Ich meine, du hast ja jetzt im Comic zum Beispiel bei den Avengers, hast du jetzt eine Storyline, die heißt Age of Ultron zum Beispiel. So, und jetzt kommst du in den Kinofilm, da ist alles ein bisschen anders. Oder Civil War, ja, auch dasselbe Beispiel. So nicht, so würde ich jetzt nicht vergleichen. So ist es nicht. Nee, es wird nochmal von, für die Neueinsteiger, für die, wird nochmal Buffy von vorne erzählt. Mhm. Aber mir kommt bei diesen Marvel-Filmen manchmal vor, als sind die Änderungen für den Filmmarkt Action oder sonst was gemacht, damit alles komprimiert ist und Kürze erzählt. In dem Comic lassen sie sich ja bei Buffy... Nee, ist falsch. Vergesst, was ich gesagt habe. Aber es ist trotzdem, also ich find's nicht vergleichbar. Auch alles der erzählen. Ja, aber es geht darum, dass die ein bisschen anders da mit den Möglichkeiten spielen. Ja, die Autoren sind nämlich selbst Liebhaber von Buffy-Universum. Wenn du das Bonusmaterial guckst, würden die bestimmt sagen, ach, ich liebe, dass dieser Autor dabei ist, dass dieser Charakter dabei ist. Und das liebe ich auch. Fand ich gut. Habe ich gelesen, Buffy. Ansonsten habe ich gelesen Jughead Time Police. Das ist so eine fünfheftige Archie-Comic-Serie. Ein Charakter aus dem Archie-Universum. Jughead Time Police. Time Police. Und da geht es darum, dass der leider unkonzentriert bei einem, was hat denn der für einen Wettbewerb mitgemacht? Wahrscheinlich Futtern? Ja, mit Futtern hat es zu tun. Ich überlege nur, was er gebacken hat. Ich glaube, ein Kuchen oder Pie. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Weil, liebt er. Am meisten ist er doch Burger. Da hat er aber nicht beim Wettbewerb mitgemacht. Am meisten liebt er Burger, das ist klar. Kommt auch ganz groß vor und der Begriff Time Police, also er hat es leider bei dem Wettbewerb nicht nur verloren, sondern ein blödes, falsches Inkredenzien mit dazu reingetan und deswegen haben alle von der von dem Testkomitee, also die Sachen testen und dann im Komitee sagen, wer gewonnen hat, die mussten sich alle übergeben, dass er auf Lebenszeit bei diesem Wettbewerb ausgeschlossen wurde und deswegen kommt er auf die Idee, er kommt nicht auf die Idee, selbst fleißig zu sein und eine Zeitmaschinen zu bauen, sondern die fleißig sind und sowas können, um sich rum zu bitten, das zu bauen und ist auch fleißig mit dabei. Und dann fängt er an, durch die Zeit zu reisen. Das erste Heft ist noch das Lustigste, weil es einfach so harmlos anfängt wie Zurück in die Zukunft. Und dann geht es ein bisschen durcheinander. Und dann ist es ja so, das Archie-Universum gibt es seit vielen Jahrzehnten. In Amerika kennt jeder Archie-Comics. Hierzulande kennt man das nicht so. Aber es gibt jetzt ja
auch dort irgendwo sowas, was optisch zeichnerisch ein Reboot war. Seit einigen Jahren gibt es jetzt ja das so ein bisschen realistischer gezeichnet mit großen Markenzeichnernamen. Es gibt aber auch noch durch Riverdale, da sind ja quasi diese Archie-Charaktere. Genau, und seitdem gibt es dann auch TV-Serien. Die Sabrina gibt es als TV-Serie, Riverdale ist eine eigene TV-Serie. Genau, dadurch kennt man es vielleicht auch ein bisschen. Und sie sind ein bisschen, wie hast du es genannt, ein bisschen gereift, also nicht mehr so ganz kindlich, sondern so ein bisschen jugendlicher geworden. Vielleicht ein bisschen pubertärer auch, ja. Ja, genau, also sie dürfen ein bisschen pubertärer wirken, aber sie waren ja schon immer Jugendliche. Und der Comic hat weil er ja Zeitsprünge macht und in verschiedenen Timelines spielt, fand ich das obercoole. Wenn der Jughead in den 30ern, in den 40ern so aussah, in den 50ern so, in den 60ern so, in den 70ern so, und jetzt fängt er an, der Aktuelle in der Zeit zu springen, dann trifft er nicht aus Leuten, die ihm zeichnerisch genau gleich aussahen, sondern so, wie man es von früher kennt. Das fand ich sau cool, sau witzig. Ja, Zeitsprünge, ja, mit Zeitspielen, das mag ich eh gerne. Deswegen habe ich jetzt ja auch endlich mal Future Man geguckt, fand ich auch saugeil. Was habe ich denn noch für Comics gelesen? Na, hätte ich mir bloß Notizen gemacht über die Sachen, die ich reden will, nicht über die Sachen, die ich nicht reden will. Blöd, das ist blöd. Ach ja, hey, wir können ja mal den Marek fragen, was der so gelesen hat. Ja. Hatte der überhaupt Zeit zum Lesen? Ich habe leider wenig. Zum einen habe ich auch viel geguckt. Also ich gucke jetzt natürlich auch die neue Picard-Serie und so wie Leisure Legende. Eigentlich habe ich mich jetzt ein bisschen ins Fernsehen geflüchtet. Und zum anderen kam ich nicht dazu, aber da kommen wir gleich, denn ich mache ja mit Sascha Dörp ein neues Projekt und das ist jetzt so die heiße Phase, weil es im April fertig sein muss, aber da können wir gleich nochmal. Ist das Projekt auf Fernsehen gucken oder ist das Projekt was anderes? es ist eigentlich was anderes, es flüchtet sich ins Fernsehen. Nein, es ist was anderes. Also kein Monster Bunch, 8 Seasons bis April, dann. Also ich habe jetzt gestern fertig gelesen, das, was ich halt irgendwie 2016 auf einmal aufgehört habe. Ich leihe mir von einem Comic-Kumpel immer U-Comics aus und gebe die ihm direkt, nachdem ich sie gelesen habe, zurück. Und die letzten 4 hatte ich ihm noch nicht zurückgegeben, weil ich sie nicht gelesen habe. Das habe ich jetzt nachgeholt. Mhm. Kriegt er beim nächsten Stammtisch zurück. Mhm. Die 4 Hefte. Cool. Ja, was hat denn der Patrick so gelesen? Patrick. Unter anderem Invincible Band 1. Ah. Dann der große Indienschwindel. Space Insects natürlich. Ja. Wo wir noch am Schluss zu sprechen kommen, würde ich sagen. Und auch ziemlich viel. Ich bin nicht nur ins Fernsehen geflüchtet. Ich habe auch angefangen, die Witcher-Reihe zu lesen, weil ich durch die Serie schon recht angefixt war. Dann habe ich noch Moonshine Band 1 gelesen und 2. Also ja, ich habe ein bisschen mehr gelesen, aber auch ich wurde ein bisschen durchs Programm abgelenkt. Bei mir ist das ja nur ein Projekt und eine Phase, es hört ja wahrscheinlich wieder auf, dass ich so viel Fernsehen gucke. Ja, erzähl mal von den Comics. Also Moonshine zuletzt, was hast du zuerst aufgezählt? Invincible. Ach genau, das ist jetzt endlich mal auf Deutsch in einem dickeren Paperback erschienen. Genau. Davor gab es ja schon mal einen ersten Band, den keiner wahrgenommen hat. Den ersten und den zweiten Band, der schon nicht mehr ganz so gut lief und dann haben sie es eingestellt. Wo war das, bei Nona Art oder? Ja. Und jetzt erscheint es bei CrossCult, oder? Richtig, in einem Softcover-Format, das jetzt für CrossCult nicht mehr neu ist, aber es ist nicht das gewohnte Format. Ja, ich finde es nicht start, aber. Ja, ich auch. Aber das Schöne ist jetzt, wo man Band 1 und 2 hat und in Band 2, in Band 2 passiert etwas, das macht neugierig auf die Geschichte. Da passiert so eine Art Schicksalsschlag. Davor ist es halt so, ja, er ist ein Jugendlicher, er entdeckt seine Superfähigkeiten und dann passiert so ein kleiner Schwung, der dann neugierig macht. Was dann passiert, das ist im ersten Band ausgeblieben, so dieser Effekt, dass man weiterlesen will. Deswegen wird das wahrscheinlich auch recht schnell eingestellt. Weißt du es zufällig auswendig? Hast du es wahrgenommen? Ist das Heft 0 vorne dran gestellt oder kommt das später in der deutschen Ausgabenreihe? Ich glaube, das kommt später. Wenn ich mich nicht täusche, waren das die Hefte 1 bis 13. Also okay. Hat man dann schon locker einen Jahrgang an Heften und kann sich dann dadurch besser einfinden. Und ist danach auch deutlich mehr gehuckt, als wenn man nur den ersten gelesen hätte. Ja, gut. Von wem ist der Autor ist weltberühmt? Wer hat Robert Kirkman, das war noch vor Walking Dead. Genau. Und jetzt, wo Walking Dead ausgelaufen ist, hat man das eben gedacht, ja okay, jetzt bringen wir das nochmal, geben dem Ganzen nochmal eine Chance.
Invincible ist inzwischen auch abgeschlossen, ist auch fertig. Walking Dead ist fertig. Invincible genau. Soll ja aber auch als Serie. TV-Serie. Als Animationsserie sogar. Ja, stimmt. Das finde ich cool. Das bei Netflix? Ich glaube Amazon, aber ich bin mir auch nicht zu 100% sicher. Einer der beiden, gell? Ja. Wahrscheinlich, ja. Nur wahrscheinlich, könnte noch woanders. Hulu. Ja, aber ja. Streaming Wars fangen erst an. Disney. Ja. Ja, Disney nicht. Das, na, Hulu. Das wüsste ich. Hulu ist ja... Ja, mittlerweile, ja, so ein bisschen. Ja, aber Disney wird es nicht sein. Nee. Dafür ist auch das Thema zu... Aber ich finde es cool, dass manche Sachen auch noch als Zeichentrick umgesetzt werden, weil mit den höheren Budgets wird es wahrscheinlich saugeiler Zeichentrick. Bei aber da müssen wir mal gespannt sein, in welche Richtung geht das dann. Ja. Dann, ne? Da bin ich dann auch mal bei Lock and Key gab es ja auch so diese Versoftung, dass es familienfreundlicher wurde. Also selbst Lock and Key ist ein schöner Horror-Comic vom Autor. Joe Hill. Genau. Dem Sohn von Stephen King, also einem der Söhne. Ich hatte ja gar nicht so gern, dass man das ständig sagt. Ich weiß. Das hätte sich nicht anders benannt. Er hat es ja auch gar nicht gern, aber die Zuhörer finden ja sowas immer cool, wenn man es vernetzt, verknüpft und sagt, namenhafte Erben. Ja, aber es wird halt im Moment ständig dazu gesagt. Überall, jeder, der dazu was sagt, zu Lock and Key, sagt, oh, ist ja der Sohn von... Ich weiß. Es ist halt leider so, dass er der Sohn ist. Er hat sich extra anders umbenannt, um sich davon zu emanzipieren. Aber die ganzen Werbefuzzis... Nicht so wirklich funktioniert. Ja, die ganzen Werbefuzzis haben das dann natürlich doch drauf geklatscht, damit es sich besser verkauft. Aber er möchte ja nicht der Sohn von jemandem sein, der berühmt ist, weil er ja selbst tolle Sachen machen möchte, ohne dass die Leute sagen, das ist so toll, weil sein Sohn ist. Dass er sich auch messen lassen muss. Aber er kann sich ja messen lassen. Aber, Lock and Key ist Hammer. Es wird ja trotzdem... dadurch jetzt auch gemacht. Also American Vampire ist sau cool gewesen. Lock and Key ist sehr schön vom Rodriguez gezeigt. American Vampire war aber von King, wenn ich mich nicht täusche. Stimmt. Was war denn vorher von ihm? Hast recht. Das Cape. Das Cape, genau. Das Cape ist cool. Eine richtig schön abgeschlossene Serie, die auf Deutsch auf einen der Film bin. Horns mit Daniel Radcliffe, stimmt, wo er dieses Teufelsvieh spielt. Das habe ich nicht gesehen. Und dann gab es letztes Jahr auf Amazon Prime noch die Serie Nosferatu, also die wurde mir jetzt auch vorgeschlagen. Ich meine, wisst ihr überhaupt, wie das ist, wenn man Fernsehen guckt? Ihr wisst das wahrscheinlich. Ich kenne es nicht so. Immer, wenn man irgendwas guckt. Dieser Aha-Effekt wird, wie alt bist du jetzt? Ich komme jetzt ins Alter, wo ich Fernsehen gucken darf und jemand... Matlock! Ja. Ich kann am Montag leider nicht zur Arbeit gehen, weil ich Fernsehen gucken möchte. Ich komme sonst gar nicht hinterher. Ja, den Gedanken habe ich allerdings auch. Vor allem so auf Ende März schielen. Ne? Wenn dann Disney Plus kommt, müsste ich mir erstmal Urlaub einreisen. Stimmt. Ja, aber ich sag das so, du sagst das so. Es gibt Leute, die gehen wirklich nicht mehr zur Arbeit, weil früher mal World of Warcraft einen nicht mehr weggelassen hat. Mhm. Und heute gibt es wirklich Leute, die kriegen es dann mehr gebacken, täglichen Sachen nachzugehen, weil tägliche Sachen sind Fernsehen gucken. Ja. Vielleicht, also wenn ich später groß bin, werde ich vielleicht auch so. Also ich habe mich noch nicht entschieden, aber wann soll das denn werden? So. Naja. Wir waren eigentlich bei Invincible. Ja. Genau. Der Zeichenstil vom Comic, der eignet sich aber, dass man den so als Zeichentrickserie bringen könnte. Das unbedingt. Ich habe ja jetzt Lock and Key geguckt, da wird mir gleich gezeigt, hey, guck doch auch October Faction. Wenn man das mit Schauspielern umsetzt, der Comic, der ist ja mit so einem eigenen Zeichenstil, da geht es ja gar nicht darum, dass der Charakter gut rübergebracht ist mit dem Schauspieler, sondern die Optik von dem Comic ist ja so... nicht umsetzbar, wenn das reale Leute spielen. October Faction. Das wurde mir einfach als nächstes empfohlen. Ich habe es aber noch nicht geguckt, ich habe nur den Trailer gesehen. Das sind einfach echte Menschen als Schauspieler. Hat nichts mehr mit dem Zeichenstil von dem Comic zu tun. Aber wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. Bei mir ist ja auch so, dass ich dann auch für den Tele-Stammtisch, also Gruß an Andi geht raus, dann noch einiges vorabsehen kann. Hallo. Und auch dadurch komme ich nicht mehr ganz so sehr zum Lesestapel, aber bockt mich nicht. Macht auch Spaß. Da habe ich jetzt schon eine Serie vorab sehen dürfen, die heißt Hunters. Da spielt Al Pacino mit. Da geht es um. Lebt noch. Ja. Der ist noch aus der Zeit, wo ich früher mal Fernsehen geguckt habe. Ja. Der war letztens sogar bei The Irishman dabei. Ja. Also er hat ein sehr gutes Lebenszeichen von sich gegeben. Gut. Er hat zusammen mit Saul Rubinek, das war der Leiter von Warehouse 13. Und die spielen dann so eine Gruppierung an Nazi-Jägern. Also das ist so eine lustige Kreuzung aus Exploitation, aus Glorious Bastards und The Boys. Also in der schönen abgedrehten Manier jagen die dann Nazis und das macht auch Spaß. Mhm. Und
zu dem Zeitpunkt, wo das hochgeladen wird, dürfte ich wahrscheinlich auch drüber sprechen dürfen. Gibt es dazu dann noch ein Live-Rollenspiel oder wird es das nicht geben zu dem Thema? Das war nur eine blöde Frage. Jetzt, los. Entschuldigung, ich habe gerade was getrunken. Du bringst immer die Leute aus dem Konzept und dann bringt da was. Weißt du, wenn wir jetzt Radio gewesen wären, dann hätten wir einen Panikknopf unterlegt. Werbung. Das nächste Mal, wenn er einen Schluck zu sich nimmt, müssen wir nun lachen. Nun das bringen. Wetter. Einfach, genau. Ja. So, kurze Werbung. Lest Space Insects, das Heft, das es zurzeit noch kostenlos gibt in manchen Comicläden. Ja. Werbung Ende. Bevor Gott bekümmt ist und dann Arschvoll Geld verlangt. Ja. Er verlangt es nicht, sondern die Verkäufer verlangen es von ihm. Ja, Invincible. Dann, was war noch? Was hast du danach genannt? Ich habe der große Indienschwindel. Ja. Da, darüber muss man reden. Weil wir haben ja auch vorhin schon Black Z. Genau, oder? Black genau. Z ist von einem Zeichner und von einem Autor. Der Zeichner heißt? Müsste das nicht die Skarnalis sein? Oh, verdammt, ja. Wie unvorbereitet ich bin. Ja. Ja, ja, doch. Ist doch nicht schlimm. Nee, Guanjo Guan... Grund davon, dass wir alles aufgeschrieben haben, wenn wir nicht reden. Guanido. So. Guanido. Das Schöne an der Reihe. Steffen hat auch gerade was getrunken. Ich glaube, ihr habt es gehört. Ich möchte das nicht mehr. Darf man darüber reden? Da geht es mal ausnahmsweise nicht um anthropomorphe Tiere, wie es sonst bei seinen Zeichnungen ist. Das ist so eine klassische Piratenstory. Um einen Versager, der irgendwie durch Möglichkeiten dazu kommt, sich da durch die Weltgeschichte zu schlagen. Ich will ja nicht allzu viel spoilern. Das Ding schlägt so ein paar Haken, aber es ist, wie es schon beim Comic Talk so lustig zusammengefasst wurde, Monkey Island in Böse. Also der Typ ist schön. Der Typ wird nicht so ein netter, sympathischer Trottel, der hat richtig schön Dreck am Stecken und ja. Macht dann auch so ein paar Dinger, die so die Sympathie zu ihm schwer machen. Beste dynamische Unterhaltung. Ist es auch witzig? Das ist sehr witzig. Es hat auch einen düsteren Humor und von den Zeichnungen her ist es auch eine ziemliche Wucht. Also was er hier bei Black Sat angedeutet hat, wird dann durch dieses farbenfreundliche, dieses Karibik-Szenario nochmal richtig schön ausgetobt. Da merkst du bis ins Detail, wirklich einige Sachen und dass der auch massiv Zeit dafür hatte, das zu realisieren. Also das war so für mich der Comic des Jahres 2019. Ich hatte mit keinem anderen so viel Spaß wie mit dem letztes Jahr. Die dargestellten Personen sind alles Menschen. Ist das, kann man sagen, dass das cartoonisch ist oder wie ist das gezeichnet? Wie nennt man sowas? Ja, es hat cartoonige Einflüsse, würde ich sagen. So, ja. Auch so leicht sehr überzogene dynamisch. Gewalt. Mhm. Marek schlägt jetzt am besten nach, wie der erste Teil von der Reihe hieß, weil das ist im Prinzip die Fortsetzung. Ach so, ja. Also es ist bei Splitter erschienen richtig schöne Hardcover, so wie man es mag und kennt. Im Überformat sogar diesmal. Mhm. Ja, schön dick auch. Wer jetzt? Der Comic. Naja. Splitter auch, ja. Splitter ziemlich dick im Moment, also dabei mit seinen, wie viele Titeln pro Monat? 16? Mehr als 18. 18, mehr als 18? Also 18 plus, das heißt manchmal die geplanten 16, Morgen manchmal noch was dazwischen. Genau, nein. Warten wir auf dich, Marek, oder hat das? Oh, wartet nicht auf mich. Nee, gut. Ich gucke jetzt gerade, welches davon ist es denn? Was meinst du? Das ja, genau, der große Indienschwindel. So. Ja, das Obere. Ja, aber was willst du jetzt? Also, du willst ja wissen, was die Vorlage ist. Ja, wird eigentlich erwähnt, aber auch das wird im Titel wahrscheinlich dann erwähnt. Also man muss diese Vorlage nicht kennen, um damit Spaß zu haben. Okay, das geht vielleicht um ein, zwei Insider-Gags, aber ja. Also die Info ist, es gibt einen Vorgänger. Jetzt alles so schon verrückt. Nein, ich muss den Vorgänger lesen. Nein. Den müsst ihr nicht lesen. Ach so. Den könnt ihr lesen. Gut, dass wir die Info hatten, dass es einen Vorgänger gab. Ja, mehr Informationen wollen wir jetzt auch gar nicht geben. Wenn man zur S-Bahn geht, also zur Bahn und möchte Informationen, da gibt es so ein Durchlaufband mit Informationen, wo man sich aktuell informieren kann, was die Bahn angeht mit Verspätung oder sonst was. Und da steht drin, wenn da so ein Durchlaufband, so ein Text kommt, weil was zur Information rausgegeben wird, steht da drin, bitte informieren Sie sich rechtzeitig im Internet. Steht an dem Durchlaufband, wenn du wissen möchtest, was die Information ist. Deutschland.
Und dann gehst du zum, vielleicht hast du die App oder sowas und du gehst ins Internet und guckst nach, weil du vielleicht ein Handy hast, hat aber nicht jeder. Manche haben, sie gucken dann nach und da steht, bitte informieren sich kurz vor Reise nochmal im Internet. Steht da als aktuelle Meldung dann dabei. Also du kriegst dann ich jetzt wieder, wenn ich jetzt mein Handy nicht dabei habe, muss ich wieder nach Hause gehen und erstmal googeln. Ja, aber wenn du das Handy dabei hast, steht ja im Internet auch nur, bitte vor Reiseantritt nochmal gucken, ob es aktuelle Infos gibt. Also die haben ganz viele Möglichkeiten. Das ist eine Endlosschleife. Die haben ganz viele Möglichkeiten zu informieren und auf allen Kanälen. Bitte gehen Sie an den Bahnsteig und fragen Sie das Infopersonal. Und dann gehst du zum Bahnsteig, fragst das Infopersonal, sofern vorhanden, und der sagt, gucken Sie doch ins Internet. Nee, der guckt für dich ins Internet. Also, da steht ja leider nichts. Der Service macht er ja. Verdammt, er kann ja auch nichts für. Ein Teufelskreis. Was ist denn jetzt aber, wenn du dich vorher informierst und dann kommt es mal wieder zu unplanmäßigen Ausfällen? Du hast dich ja vorher informiert, aber wie es bei mir einmal war, dann wurden 12 Stationen in Frankfurt nicht befahren. Das war richtig cool. Ja, das dahin fährt es nicht. Und wir haben den Anspruch, ein bisschen mehr als die Bahn zu informieren, aber nicht viel mehr. Deswegen sagen wir mehr nicht zu dem großen Indienschwindel. Das könnt ihr aber außer lest ihn. Genau, im Comic da selbst steht es ja drin. War es ja erwähnt. Das wollte ich nur kurz. So, diese Sendung wird gesponsert von auf jeden Fall nicht von der Deutschen Bahn. Nee. Wie heißt die Bahn hier drin? Aber von AOL. Ach, das hast du noch nicht. Ich habe letztens gehört, es gibt immer noch Abonnenten von AOL. Ja, es ist unglaublich. Das war, oder? You've got mail. So, was hast du denn noch gelesen? Was hast du noch gesagt? Nach dem großen Indienschwindel, was war da noch auf der Agenda? Was war da noch bei deinem Start? Ich glaube, das habe ich schon wieder vergessen. Nein, ich habe zum Beispiel Moonlight gelesen. Ah, Moonlight. Ah, genau. Moonshine oder Moonlight? Moonshine? Das war der Werwolf-Comic mit der Prohibition. Und den Mafiosi. Autor und Zeichner, ist das Eduardo Risso oder so? Ja, ja. Mhm. Hieß der Moonshine, glaube ich. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moonshine gibt es, wenn ich... Nee. Ich weiß nicht ganz genau. Schreibt in die Kommentare, wenn raus. Wo dieser Satz uns führt. Ja, erzähl mal von dem Comic. Wer ist der Zeichner gewesen? Ist das der Risso gewesen? Das war Eduardo Risso. Und der Autor war dann wahrscheinlich der... Ich guck mal nach, wie der Comic jetzt heißt. Googeln während der Sendung. Ja. Informieren Sie sich vorher im Internet. Was hast du gelesen? Ja. Ich habe gelesen, Sie sind immer noch AOL-Abonnenten. Nein, das war so ein Comic, den hat mir Ecki so freundlicherweise empfohlen und hat gesagt, hier... Den kommst jetzt... Nein, und er hatte ja recht, das hat Werwolf, das hat Massaker, das hat Mafiosi und es hat Alkoholschmuggel, also alles, was mir gefällt. Ja, alles, was ich man mag. Auch gerne mal Alkohol. Der Comic ist schwarz-weiß. Moonshine. Der gute Allegier Legende hatte recht. Autor ist David, wer ist der Autor gewesen? Autor muss ich gucken, weil da steht jetzt natürlich nur Brian Azzarello drin. Brian Azzarello, das ist er. Das ist er. Ach so, Entschuldigung. Da steht nur Brian Azzarello, aber wer der Autor ist, steht da leider nicht. Brian Azzarello ist ja seit... Ich bin jetzt gerade mit Risso verwechselt. Genau, seit Batman Black Mirror ist der bei mir. Hat er auch einen Stein im Brett, weil das war für mich so einer der besten Batman-Comics der letzten Jahre. Gut. Und Mutern, wie war der? Haben die nicht schon öfter zusammengearbeitet? Ja, genau. Das ist so ein gutes Dreamteam, wenn die zusammenarbeiten. Übrigens nur, weil ich es jetzt gerade gestern gelesen habe, wer ein Interview mit ihm lesen möchte, das ist in irgendeinem 2016er U-Comics drin. Wahnsinnig toll, diese Information. Wie ihr die kriegt, müsst ihr euch halt müsst ihr euch vorher im Internet. Eventuell ist die 194 von U-Comics gewesen. Richtig schönes Interview mit ihm. Ja, aber hier in Deutsch. Gibt zwar nicht mehr die Ausgabe, aber könnt ihr nachlesen. Die gibt's noch. Gibt's bei eBay. Nein, also der Verlag freut sich, wenn er noch eins verkauft, die gibt's noch. Gibt's noch, okay. U-Comics. Underground Comics ist... Kannst du wenigstens mal die Info-Adresse, die Internet-Adresse dazu sagen? Der Verlag ist, glaube ich, undergroundcomics.de oder X oder Underground X. Irgendwo, ich weiß nicht, ob ein X im Domainnamen vorkommt. Müsst ihr euch vorher im Internet... Ja, informiert euch im Internet, wie ihr es im Internet findet. Das ist so Spalt heute. Ja, aber du sagst doch sonst immer, wir schreiben es in die rein. Wo schreibe ich rein? In die Infobox. In die Infobox. Nein, in die Shownotes. Aber, in die Shownotes. Ich muss ja dann auch wieder suchen. Weißt du, ist ja einfach. Du könntest mir ja auch mal ein bisschen einfach machen, indem du mir das mal sagst. Also ich glaube, es heißt undergroundcomics.de. Ja, wow. Ich gucke. Ich werde es irgendwie finden. Vielleicht. Also, wenn man nach U-Comics sucht, findet man es eh. Und ich glaube, es war die 194, die Ausgabe. Wow. Wenn nicht, war es die 193 oder 192. Also, ich habe jetzt die letzten Tage die 191, 192, 193, 194 gelesen. Einer von denen organisiert euch alle.
Das ist bestimmt nicht das Schlimmste. Kauft sie alle, genau. Ja. Kauft sie alle. Sammeln und kaufen. Genau. Da sind, ja. Ihr könnt euch im Internet informieren, wo ihr sie kaufen könnt. Ja. So. Ihr geht einfach auf die Messen, hat er auch. Können wir jetzt mal zum Moonshine zurückkommen? Moonshine. Was geht's denn da jetzt um Werwölfe und Prohibition? Was prohibieren die? Prohibition, also Alkoholschmuggel. Ja, Alkoholschmuggel, gut. Ich dachte, vielleicht wird da was anderes geschmuggelt, aber egal. Nein, das ist auch wieder ähnlich wie der große Indien-Schwindel, so eine Story über einen leicht versagerischen Trottel, der dann in eine große Verschwörung reingerät. Die hat unter anderem mit Werwölfen, Alkoholschmuggel und der Mafia zu tun. Mhm. Viel mehr will ich dazu nicht spoilern. Wo spielst du denn? Auf welchem Kontinent oder wo? Ja, Amerika oder? Das sah sehr sumpfig aus, das Gebiet. Okay. Ich glaube, Louisiana oder so, so um die 30er, da war ja die Prohibitionszeit. Mhm. Ja. Cool. Also das Sumpfgebiet, wie heißt es, Mangroven, da stehe ich ja voll drauf. Kommt das so ein bisschen vor? Ja, ja. Geil. Auch das wird angearbeitet. Und das hat halt da warst du, möglichen Mücken zerstochen wurdest. Ja, das, also in echt mag ich es nicht, aber in Comics mag ich es voll gerne. Ja. Das Kristallschwert hatte Mangroven. Ja, es gibt so einen Punisher, der spielt in den Mangroven. Ja, ja. Bernhard und Bianca. Bernhard und Bianca und Küstin Frosch. Richtig. Ja. Wow. Zurück zu Moonshine. Es ist auch wieder schön. Aber will doch jetzt nicht mehr spoilern. Jetzt hör doch mal auf, das so. Ja, aber wer blutige Unterhaltung mag und auch gern ein bisschen lustiger und abgedreht mag, ist dann mit deiner richtigen Adresse. Gut. Ja, gut. Gut. Alles Schreiber und Leser wahrscheinlich, oder? Wo ist das war auch Crosskalt. Ach, Crosskalt. Halt das Hardcover auch mal wieder. Oh, das ist cool. Dann kauft es euch ruhig doppelt. Richtig schicke Hardcover. Das passt doch. Gut. Gut, gut. Nächste Comic? Nächste Sprecher, nächste Thema, nächste. Ja, können wir gerne mal auf Watchmen so langsam kommen, wenn wir wollen. Ja, klar. Also, weil, wann war das auch? 86? Nee, was? Doch. 86 hat sie 86 gesagt. Genau. Da gab es ja dieses. Sprecht ihr mal. Diesen Independent-Comic kennt kaum eine Sau, heißt Watchmen. Naja, damals war das einfach ein Heft und noch ein Heft, 12 Hefte lang. 12 Hefte lang. Dem Autor wurde nicht mehr erlaubt, dass er DC-Superhelden-Charaktere verwendet, sollte sie sich eigenen Kram ausdenken. Wenn das nicht offiziell, also irgendwie, ja, er hatte ja vorher irgendwie da angefangen mit Superhelden das zu machen, das Ganze, ne? Aber also mit bekannten Superhelden. Genau. Und jetzt hat er sich dann an Charaktere Charaktere angenommen, die so ein bisschen dem Charlton-Universum entlehnt waren oder so. War das richtig? Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall ein alternatives Universum. Genau. Und man muss bedenken, das ist von dem der Typ wurde von DC damals gekickt, der dann später The Killing Joke machen sollte, einen der beliebtesten Batman-Comics überhaupt. Tja. Ja, ja. So ist es. Gut. Jedenfalls gab es also dieses Watchmen. Und vor ein paar Jahren gab es ja Before Watchmen. Da gab es also so eine Reihe an Comics, die von unterschiedlichsten Künstlern und Autoren gemacht wurden, die mehr oder weniger vor dem Ganzen spielen oder währenddessen. Oder es waren immer so einzelne Miniserien, kurze. Ne? Ja. Meistens so 6 Hefte, dass es so ein Payback gab. Ja. Und da also kann man die Minuteman-Ausgabe schön hervorheben, die war klasse. Die fand ich auch am besten, von Darwin Cook damals noch. Und was war noch? Dann gab es Doomsday Clock, wo du noch hinaus wolltest. Das ist ja fast schon heutzutage. Also vor wenigen Jahren, vor zwei Jahren oder so. Also, es gibt jetzt, also das müsste man jetzt dazu sagen, es gibt zwei Ansätze für Fortsetzungen für das Ganze. Also eben einmal in Comicform mit Doomsday Clock und einmal in Fernsehserienform von HBO, ne? Ja. HBO, die auch einfach nur Watchmen genannte TV-Serie, die halt in der Jetztzeit spielt. Die spielt 2019, also jetzt liegt es. Genau. Aber eben in diesem Universum von Watchmen. Also das heißt, basiert auch nicht auf der. Achso, es gab ja noch die Filmumsetzung, die müssten wir vielleicht auch noch. Die von Zack Snyder. Also es ist eine Fortsetzung der Comics. Genau. Da wird auch das Originalende berücksichtigt und nicht das Filmende von Zack Snyder. Genau. Also informiert euch, wie es geendet hat. Vorher im Internet von mir. Auf jeden Fall. Aber lest am besten lieber. Watchmen muss eigentlich in jeder, oder sollte zumindest in jeder Comic-Sammlung stehen. Zumindest wenn man irgendwie
Heutzutage ist es ein Paperback, einmal gekauft, richtig, kann man dick lesen. Und den kann man ja auch immer wieder durchlesen. Also jetzt mal ungeachtet dessen, ob einem jetzt die, wer kuschelt denn hier? Ungeachtet dessen, da muss immer irgendwie reingrätschen. Ne? Ich komme da von allen Seiten, das ist nicht nur einer, der hier. Ja. Du schiebst nur noch auf die anderen. Ich höre es nur aus einer Richtung. Das Einzige, was man nicht hört, ist der gerade nascht, der kein Mikro hat. Da hört man nicht, dass der kuschelt. Ja. Dabei könnte er lauter sein, weil er kein Mikro hat, aber er ist schön brav leise. Also ungeachtet von allen Versionen, die es da jetzt noch drumherum gab, ja, sorry, ja, kann man immer die 86er Original-Serie, den Original-Comic lesen und der steht ja für sich. Das ist eben ja genau das, was ja Alan Moore immer gesagt hat. Er will da nicht, dass da noch mit groß rumgefuscht wird und so weiter und so fort. Und falls das dann doch der Fall ist, dann hält er sich konsequent raus. Also auch bei der TV-Serie steht nur der Zeichner dabei. Und Dave Gibbons und nicht etwa, also geschaffen von Dave Gibbons und nicht etwa von Alan Moore. Also er lässt sich da konsequent raushalten aus dem ganzen Ding. So viel Randinformation erstmal. Genau. Und kommen wir doch mal zu der TV-Serie kurz. Also wie gesagt, das ist ein Ansatz, wie so eine Fortsetzung aussehen könnte. Aus meiner Sicht ganz gelungen. Hast du es auch gesehen? Ja, ich habe es auch gesehen. Oh, ja. Am Anfang habe ich auch so das Gefühl gehabt, wieder so, oh, was wollen sie mir da erzählen? In welche Richtung geht das so nach der ersten Folge? Aber am Ende der ersten Folge hatten sie mich dann letztlich und dann hat sich tatsächlich immer noch aufgebaut und man hat sehr viele Referenzen auf den Comic entdecken können. Und wie lange geht denn so eine Folge? Eine Stunde ungefähr. Minuten, ja. Stunde. Also eine knappe Stunde, ja. Ja. Das Schöne ist wirklich, es schadet echt nicht den Comic vor. 8 Folgen, ne? Sind's? 9 Folgen. 9 Folgen? Es schadet echt nicht vor, den Comic gelesen zu haben, nicht nur wegen dem alternativen Ende, das man dadurch im Kopf hat, sondern es gibt wirklich viele Details, auch nur im Hintergrund eingestreut oder wegen der Farbgebung, die einen dann den Comic wirklich schön in den Kopf rufen oder eben das Seherlebnis dann nochmal um einiges bereichern, als wenn man da blind einsteigen würde. Ist das ein hoher Seherlebnis? Also ein hohes Seherlebnis? Ja. Dann könnte man dann auch auf hoher See dann das Erlebnis lesen, wenn man den Comic mitnimmt, wenn man eine Reise macht auf dem Meer. Ich hasse es, wenn er den Yogi macht. Egal. Ich fand schon, also so von der Kostümgestaltung fand ich es manchmal so ein bisschen, naja, grenzwertig, aber so die Story, die sie erzählt haben und die Weiterentwicklung war eigentlich sehr gut umgesetzt. Also vor allem, man muss dazu bedenken, das ist von Damon Lindelof geschrieben und der hat wirklich einen beschissenen Ruf, um das so zu sagen. Hat er? Echt? Ja, ich sag nur das Lost-Finale oder Prometheus. Ja. Also da war ich wirklich Weil wir haben jetzt die Leftovers geguckt von ihm, das fand ich gar nicht so schlecht. Nein, also, Leftovers macht von ihm Spaß, aber bei ihm ist es halt echt so ein Hit-or-Miss-Ding. Ja. Und meistens. Und du merkst halt, dass es Lindelof ist, indem er sich Zeit lässt und sehr oft Zeitsprünge einbaut. Also nicht nur das. Nicht nur das, auch mit seinen kryptischen Rätseln, die er dann immer wieder mal einstreut. Nee, aber und das hat er halt bei Watchmen halt perfektioniert, das Ding. Also das hat schon gut funktioniert. Das macht also Spaß, es regnet dann auf einmal Tintenfische. Ja. Also da kommt regelmäßiger Tintenfischregen. Wenn man natürlich das Comic gelesen hat, weiß man, aha, Tintenfisch, irgendwas ist da, da muss es einen Zusammenhang geben. Okay, und das wird dann halt natürlich auch aufgeklärt. Und meine Freundin hat es jetzt mitgeguckt, obwohl sie den Comic nicht kannte. Ihr hat es auch gefallen, aber wie du schon sagst, also so der richtig, Mehrwert ist halt da, wenn der Mehrwert du den Comic ist dann, kennst. Genau, und Mehrwert gibt es halt, wenn du den Comic kennst. Ja. Aber ich finde auch, die Story ist eigentlich ganz clever gemacht. Also Rorschachs Tagebuch ist jetzt an die Öffentlichkeit gelangt und es gibt dann Anhänger von Rorschach, die haben so, ja, die sind so leicht rassistisch unterwegs, machen Rassenaufstände und. Na, leicht ist untertrieben. Ja, das, ja. Das ist der neue Kuckucksklan, ey. Ja, wirklich. Und uiuiui. Die leben quasi Rorschachs Buch und irgendwann haben sie dann auch einen Anschlag auf so ziemlich alle Polizisten gemacht und die letzten überlebenden Polizisten ziehen sich jetzt eben auch Masken auf, um dann unerkannt zu leben und gegen diese Bande vorzugehen. Also das sind jetzt die neuen Watchmen. Mhm. Einer von denen heißt Looking Glass. Der hat einfach nur so ein Spiegelgesicht. Also während den Verhören spiegelt sich nur deine Mimik drin und das macht eben den Behörden dann ein bisschen kirre im Kopf. Das ist cool. Aus meiner Sicht war das so ein bisschen der neue Rorschach, ne? Im Grunde, ja. Mhm. Ja. Ab wie vielen Jahren ist das? Echt? Ab 16 wird das sein. Also so nur die Einschätzung, wie
Es ist jetzt keine ausufernde Brutalität, aber es ist also schon härter. Also wenn es welche gibt, dann wird die schon explizit gezeigt. Da wird halt auch mal so eine die eine Farmszene, wird halt auch mal so eine ganze Kuh durchgemetzelt bis zum geht nicht mehr. Durchsiebt, ja. Durchsiebt mit ich frage nur wegen der Gesamtstimmung, wegen der Gesamtatmosphäre. Nee, die haben also es geschafft, die Atmosphäre zu replizieren. Sie haben es in die Moderne gut übertragen. Steffen sagt schon, manche Kostüme sind grenzwertig, da läuft einer ein Panda-Kostüm rum und wir wollen einfach nicht Crow haben, aber ah ja, das aber mir hat das wirklich Spaß gemacht und es gibt auch nette Verweise, beziehungsweise Seitenhiebe gegen scheiß Blackout. Ach, gegen den Blackout gibt es Seitenhiebe? Der Superhelden Blackout? Nein, gegen den Snyder-Film. Also du hast da sowas wie Making a Murderer oder so im Hintergrund laufen. Das ist doch cool. So eine Serie zu Watchmen, die dann wirklich so in dieser Slow-Motion gedreht ist. Stimmt, ja. Und du hast eben auch so ein paar alte Charaktere aus der alten Watchmen-Reihe. Sind nicht immer sofort zu erkennen, aber auch das ist super verwoben. Also am Schluss hast du so ein richtig schön zusammengesetztes Puzzle. Und Jeremy Irons spielt einen so geil abgefuckten Charakter. Ich habe da immer so ein Grinsen drauf gehabt. Wenn der hat richtig Spaß gemacht. Ja. Der war richtig klasse. Der war gar nicht mehr so genial. Unfassbar. Also das hat echt Spaß gemacht. Also auch so dieses ganze Konzept, was sich dann so auch so nach und nach erst erschließt, wo ist denn jetzt eigentlich und was ist das und dann wird das später erklärt und du denkst, ah, okay, alles klar. Und es macht schon richtig Spaß. Also, ja, wie der Comic ist es so, dass es nicht stringent durcherzählt wird, sondern dass es dann durch Rückblenden dann auf einmal da Rückbezüge gibt. Hätte man das chronologisch erzählt, und da bin ich der Meinung, das ist auch bei Watchmen der Fall gewesen, hätte man das in der richtigen Reihenfolge erzählt, wäre das nicht halb so spannend gewesen, wie es eben so in dem Comic jetzt ist. Und so ist es auch bei der Serie. Hätte man das chronologisch richtig erzählt, hättest du weniger Fragezeichen, hättest du weniger das Puzzle zusammensetzen wollen. Aber so fordert es dann ein bisschen und das hat mir sehr gut gefallen. So gut. Und wie Blade Runner 2049 ist das auch so ein Fall, das ist eine Fortsetzung, die hätte es nicht gebraucht, aber als es dann kam, dachte ich, ey, klasse. Und das hat auch Damon Lindelof so ein bisschen rehabilitiert für mich, weil ich mochte den davor echt nicht. Ich wollte schon bei The Boys sein Vorwort rausreißen, weil ich dachte auch, nee, das war der Prometheus verschandelt hat. Es ist so, als hätte Steffen Blade Runner 2049 gedreht. So unwahrscheinlich war das. Aha. Okay. Aber so unwahrscheinlich ist das gar nicht. Oder ist das jetzt ein Diss? Was ist denn das? Ich weiß nicht. Darüber kannst du dich im Internet informieren. Aber ja. Die Meldungen im Internet haben 30 Minuten Verspätung wegen Zugausfällen. Ja. Ist das denn rund und wird fortgesetzt? Oder nein, das ist rund. Ja. Also Lindelof hat gesagt, wenn ihr eine Fortsetzung macht, dann bitte mit jemand anders. Ich bin da raus. Dann gibt's er macht da jetzt den Moore. Er sagt, das steht für mich alleine so. Und bei der Fortsetzung steht nicht David Lindelof mit drauf. Das weiß ich nicht, ob es so weit geht. Aber er sagt also, wenn ihr Stoff habt und wenn ihr das fortsetzen wollt, macht es gerne, aber ohne mich halt. Ja. Er war danach halt wirklich ausgebrannt kreativ. Ich finde es auch das perfekte Ende. Also es ist super, super gemacht. Also ja. Schönes Ding. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass mir das so gut gefällt. Das war für mich so die Serie 2019 neben Tschernobyl. Und da kommt so der Verweis, Tschernobyl wurde von dem Typen gedreht, der Scary Movie 4 geschrieben hat. Und das war auch so ein Ding, wo man nicht mit hätte rechnen können, dass das dann so gut wird. In welchem Jahr ist Tschernobyl passiert? 86. Da? Ja. Da? Da? Ja. Oh. Jetzt sagt doch einer, oh, guck mal hier, die Dr. Pepper. Mensch, die hat eine 23 draufstehen. Weißt du, was 23 bedeutet? Wahrscheinlich sind insgesamt 86 Artikel hier auf diesem Tisch. Könnte sein. Oh, wir können es ja nachher mal heimlich zählen. Wir wissen alles nur, wie es oh Gott, jetzt ist jemand hier. Das kann der Gordon mal machen. Mach mal eine statistische Erhebung. Der innere Monk. Der innere Monk, ja. Also ich hatte auch sehr wenig Erwartungen an die Serie und das ist dann wieder mal so ein Beispiel für, wenn du wenig Erwartungen hast, kannst du richtig gut überrascht werden. Also das ist fast wie im Leben, oder? Ja, das ist unfassbar. Aber der Lindelof ist mit der richtigen Haltung reingegangen. Ich habe von ihm mal ein Interview gelesen, da hat er gemeint, im schlimmsten Fall werden sie
den Comic dadurch mehr mögen und die Serie als ekelhaften Bastard von Watchmen ansehen, aber... Mhm. Also bei mir hat es bewirkt, dass ich mir Watchmen nochmal gekauft habe. Ich habe es nochmal gelesen. Ja, aber ich habe jetzt, das hat mir jetzt neulich jemand gesagt. Ich kaufe ja immer neulich. Wenn man den Comic zweimal lesen möchte, gibt es andere Möglichkeiten. Man kann... Auch das alte. Nee, aber ich wollte es halt auch nochmal in der Neuübersetzung von Panini haben. Hatte ja. Ich halt noch nicht. Ich hatte wirklich nur die alte Carlsen-Hardcover-Ausgabe. Hä, du hattest nur die Carlsen-Dinge. Ich hatte nur die Carlsen-Ausgabe. Wow. Ja. Krass. Ach. Und deswegen... Ich bin überhaupt kein Watchmen-Fan, aber ich habe Watchmen. Netter Verweis. Batman The Dark Knight war auch 86 erschienen und Maus. Ja. Von Art Spiegelman. Mhm. Da haben wir die ganzen 86er. Ein anderer Ansatz, wie man Watchmen noch fortsetzen könnte, gibt es derzeit von, also zumindest auf Deutsch veröffentlicht, von Panini, also auch von DC Comics selbst auch initiiert. Und zwar hatten die auch schon länger vorher angelegt in einem Crossover namens Flash Batman The Button. Haben sie es ja schon eingeführt, dass die Watchmen tatsächlich irgendwie eine Rolle im DC-Universum spielen könnte. Und das ist, das Ganze ist rausgelaufen auf das Event Doomsday Clock. Und das läuft, wie gesagt, derzeit bei uns. Dritte Ausgabe ist jetzt draußen, vierte kommt noch. Panini veröffentlicht pro Ausgabe 3 Hefte, also das heißt... Ach, als Heft kommt das raus? Monatlich erscheint es. Ja, monatlich erscheint es. Es ist jetzt ein dickeres Heft, also so ein Spezial, würde man vielleicht sagen. Ne? Zum Prestige. Also so Ding. 3 Hefte in einem statt 2 oder wie? Ja, ich glaube. Ne? 3 Ausgaben oder 4? Ich weiß es gerade nicht. Aber also ein dickeres Heft. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sie kommen auf die, waren es auch 12 Ausgaben insgesamt? Ich glaube, ne? Würde passen. Wäre eben wirklich dem Format von Watchmen gehuldigt. Naja, Watchmen waren aber 12 einzelne dünne Heftchen. Ja, aber wenn... Ich gucke mal da rein. Der Steffen guckt gerade mal rein. Wo da reinguckt, das verraten wir nicht. Ah, im Internet. Ja, so ungefähr, weil... Ungefähr im Internet. Er guckt so ungefähr. Erzählt bitte weiter. Ach so, während der Steffen wischt, können wir ja eigentlich weiter erzählen. Watchmen ist ganz früher mal auf Deutsch in 5 Softcover-Bänden, glaube ich, auf Deutsch erschienen. Das war damals schon in Deutschland ein Geheimtipp, aber leider 3. Achso, der guckt noch. 3 Ausgaben pro Heft, pro Ausgabe und 4 Ausgaben sind es insgesamt so. Okay, also hierzulande kommen dann 4 dreimal so dicke Hefte raus. Gut. 4. 4 Hefte. 4 Hefte mit jeweils 3 Geschichten. Okay. Also 12 Ausgaben. Mhm. Und ist dann das Thema durch oder ist das bekannt? Geht es danach weiter mit dem das Mix? Das weiß ich nicht, das weiß man nicht. Es ist halt DC, wenn es Erfolg hat, werden sie es irgendwie versuchen wollen fortzusetzen. Ja. Jedenfalls das Kreativteam dahinter ist, auch das müsste ich gerade nochmal gucken, aber es ist... Warte mal. Gut vorbereitet heute? Ja, ich habe es noch hier, deswegen, aber ich muss halt, warte mal. So. Warte mal. Jones hat es geschrieben, genau. Dafür musst du nachgucken. Ja, ich wollte mich nur noch mal vergewissern. Ja, nee, hast ja recht. Richtig. Aber Geoff Jones hat es geschrieben, Gary Frank hat es gezeichnet, richtig. Und, hat er alle Hauptserienhefte gezeichnet? Ah, ich kenne ein paar Gary Frank-Fans. Also der zeichnet sehr realistisch, sehr schön, hat meistens denselben Koloristen. Gut. Genau, Doomsday Clock spielt halt jetzt mit der Idee, was spielt aber auch so ein bisschen, also hat es jemand noch gelesen oder bin ich jetzt der Einzige? Du bist wahrscheinlich der Einzige. Also gelesen ansatzweise. Spielt im Watchmen-Universum, spielt es also kurz nach den Ereignissen vom Original Watchmen, also nicht in der heutigen Zeit. Das DC-Universum tatsächlich ist seinerzeit schon ein bisschen weiter. Also das heißt, es ist... heute plus ein paar Monate in der Zukunft. Und im DC-Universum spielen sich plötzlich ähnliche Ereignisse ab wie damals im Original-Watchmen-Universum. Also das heißt, die Menschheit verbündet sich ein bisschen gegen die Superhelden, sagt halt hier, das sind uns zu viel. Und es sind ja auch wahnsinnig viele Superhelden im DC-Universum mittlerweile. Wahnsinnig viele. Und, mehr als bürgerliche es gibt, Menschen. Es gibt die Superman-Theorie, die besagt, dass halt viele dieser Superhelden von der Regierung geschaffen wurden, von den jeweiligen Regierungen, also nicht nur von der US-Regierung. Es fällt aber eben auch auf, dass
besonders viele Superhelden in den USA halt agieren oder auch da entstanden sind. Und dass da wird dann halt unterstellt, dass viele durch die Regierung entstanden sind. So, das und ist nicht durch Fortpflanzung, meinst du, oder? Primär erstmal durch Fortpflanzung und dann später durch. Ach so. Also nicht in Allmachtgläsern, verdammt. Und das Ganze spielt halt, also wie gesagt, zum Teil erstmal, es fängt im Watchmen-Universum an und da ist halt die große Frage, wo ist denn Dr. Manhattan abgeblieben? Ja. Und Adrian Veidt als alias Ozymandias vermutet ihn eben in einem anderen Universum und in dieses gelangt er mit zwei neuen Charakteren, mit Mime, also Mime auf Deutsch, ja, und wie heißt sie jetzt gleich wieder? Six Spectre? Nee, neue Charaktere. Oh, da bin ich raus. Klang nur gut. Wie nennt man denn eine Puppe, die an Seilen hängt? Kurz, kannst du mir kurz helfen? Marionette. Ha? Marionette. Marionette, genau. So ja, genau. Das sind so zwei Charaktere, muss geklärt die jetzt. Auch so ein bisschen clownsmäßig geschminkt sind. Er halt, Mime, spricht kein Wort, sondern er macht halt viel über Mimen und Gestik. Also so wie Gordon gerade. Genau. Und ja. Tatsächlich scheint auch seine Superkraft zu sein, dass er auch mimisch Sachen imitieren kann, die dann auch die Wirkung haben. Also das heißt zum Beispiel eine Pistole abfeuern und sowas. Ja, jetzt gerade, sorry. Mime. Mhm. Mime. Mhm. Und mit diesen zwei Charakteren und einem neuen Rorschach macht sich der Ozymandias praktisch auf den Weg in das DC-Universum, um dort halt zu suchen. Und was sie dann da entdecken, lassen wir jetzt an der Stelle mal offen, weil das wäre dann zu viel gespoilert. Ja. Das war jetzt Doomsday Clock, oder? Das ist jetzt Doomsday Clock, ganz genau. Und Flash, Batman, The Button, spielt das davor, danach, woanders? Das, habe ich gar nicht gelesen. Achso, das hast du jetzt nicht gelesen. Den anderen habe ich gelesen. Ich weiß es nicht, weil ich den hier nicht gelesen habe. Okay. Aber das sollte eigentlich also wenn ihr jetzt einzeln entführt und gefoltert werdet, könntet ihr nicht das gesamte Geheimnis verraten. Aber ich versuche es mal detektivisch, weil es heißt ja, dass das DC-Universum ein paar Monate in der Zukunft ist. Und das ist ja während ganz normalen DC-Ereignissen. Genau. DC-Ereignissen passiert. Also das heißt, das wird dann davor passiert sein. Bei Button war halt so diese Prämisse. Wobei, wenn man es mit Dr. Manhattan zu tun hat, Raum und Zeit ja eh egal sind. Also von ja. Genau, und das war auch so der Auslöser von Button, dass man das revidiert hat, dass mal wieder alles in Bach runtergegangen ist, weil Flash irgendwie so ein Zeitparadox gemacht hat, sondern weil Dr. Manhattan, das ist jetzt kein großer Spoiler, das passiert am Ende des ersten Heftes, hat dann so rumexperimentiert und dadurch war das DC-Universum anscheinend mal kurz ein bisschen kacke, damit haben sie so selbstreferenziell sich so aufs die Schippe genommen, so von wegen, ja, sorry, dass wir momentan so weird waren, jetzt bringen wir das wieder in die alte Schiene. Das war auch so eine Entschuldigung für die schlechten Verkäufe für das DC-Universum in der Zeit. Okay. Ja, und der Comic Doomsday Clock, der fesselt mich jetzt nicht ganz so wie der TV-Serien-Ansatz, aber es ist auch hier ist es eine gelungene Interpretation, wie das Ganze gut weitergehen kann. Es ist schon spannend umgesetzt und es hat sogar von der Bildaufteilung sehr viel übernommen vom Original. Auch von der Farbgebung. Ja, auch von der Farbgebung her. Also da haben sie sich schon sehr, sehr versucht, am Original zu halten. Das finde ich immer gar nicht so schlecht. Ja, das ist, passt. Es sieht halt von den Zeichenstilen moderner aus als jetzt der 86er Comic. Für die Zuhörer, die jetzt nicht typischerweise dauernd immer alle Superhelden-Comics gelesen haben und noch nicht Watchmen gelesen haben, viele brauchen immer für Zeitreisen ein Instrument oder eine Maschine oder sowas. Wie macht das der Dr. Manhattan? Der manipuliert die Zeit einfach. Dr. Manhattan, der teleportiert sich quasi durch die Zeit. Lustigerweise wird als auch das passiert auf den ersten Seiten, deswegen oder in der ersten Ausgabe glaube ich schon, deswegen kein großer Spoiler, um hier zwischen den Universen zu wechseln, wird hier der gute Archimedes. Ja. Gut. Ja. Nicht der Archie, der Archimedes. Ja. Der Archie hat gar keinen Mercedes. Ja. Ja. Den habe ich nicht kommen sehen.
Der kam ja auch gar nicht, weil er nicht im Mercedes unterwegs war. So. Gorn guckt nur noch entsetzt. Aber wir habt ihr vorher so leicht angedeutet, es wird heute die Karnevalsausgabe. So ungefähr habe ich das Gefühl auch gerade. Es hat sich bearbeitet. Was ich ganz kurz noch dazu erzählen wollte, den Doomsday Clock habe ich mir jetzt tatsächlich mal digital gezogen, um das mal so ein Selbstexperiment auszuprobieren. Also ich habe, weil tatsächlich ist es ja so, wir als Comic-Sammler haben ja immer das Problem, wohin mit dem ganzen Scheiß. Und du hast am Tablet gelesen, oder? Genau. Mhm. Aber wohin mit dem ganzen Scheiß? Irgendwo ist der Platz dann mal zu wenig oder, ja. Der Dr. Manhattan hat dafür bestimmt eine Lösung. Der hat wahrscheinlich eine gigantisch große Comic-Sammlung. Ja. Vermutlich der schon. Hätte damit kein Problem. Wahrscheinlich irgendwo ein schwarzes Loch, wo die ganzen Comics sind und er macht das schwarze Loch aus. Insofern passt es ja, dass ich das Ganze jetzt praktisch in einer digitalen Wolke ablege. Und ja. Ja, weil die Frage ist ja, wo digital virtuell ist, liegt der Comic, wenn du ihn soll ich jetzt in der Cloud hast? Werbung sagen? Nein. Das meine ich nicht. In der Cloud. Ich meine, wann ist die Cloud voll und wo ist die Cloud? Kannst du die Übersicht greifen? Im Archis Mercedes. Und wann ist die voll? Also hallo? Ja, nee, komm, zurück zum Thema, ja. Zurück zum Thema. Digital gelesen. Wir hatten es ja bei den Comic-Cookies ja irgendwann vor Ewigkeiten schon mal mit dem Breedstorm damals irgendwie, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was ist denn jetzt hier mit digitalen Comics und so weiter. Tatsächlich ist es jetzt mal ein Versuch, dass ich mir diese komplette Serie jetzt mal digital hole. Einfach, weil es verschiedene positive Aspekte schon mal dran gibt, nämlich eben, dass der Platz wegfällt. Also du brauchst den Platz nicht mehr vorhalten. Du hast es im Zweifel auch unterwegs dabei, wenn du das Tablet mitnimmst und noch nicht mal dann. Du kannst dich irgendwo an jeden Rechner einloggen und kannst theoretisch lesen. Und also von daher ist es, Ich finde den Aspekt von den leuchtenden Farben gar nicht verkehrt. Da ist aber die Gefahr, wenn man zu viel digital an so einem Tablet liest, dass das natürlich schlecht für die Augen ist. Sonst kriegst du viereckige Augen. Ja. Aber nicht quadratisch, sondern hoch. In die Richtung oder was? Dafür passt auch die Panel-Aufteilung ganz gut. Das ist so eine klassische Watchmen-Panel-Aufteilung, passt perfekt aufs Tablet. Der nächste Vorteil ist halt, selbst wenn ich es am iPhone lesen will oder am Mobiltelefon, dass man dann die einzelnen Panels durchgewischt bekommt. Auch. Natürlich hast du dann, geht bei dem Effekt dann natürlich der Seitenaufbau verloren. Das finde ich jetzt in dem Fall wäre es jetzt nicht ganz so schlimm, weil man, wenn man die Seite einmal kennt, wie sie ungefähr aufgebaut ist, ist ja tatsächlich ein Raster aufgebaut, also 3x3, aber dann wird halt ab und an mal mit der Panelgröße natürlich gespielt, ne? Es ist aber die Aufteilung ist trotzdem immer dieselbe. Also das heißt, das gibt dann im Zweifel ein Panel oder das gibt mal ein Panel hier so. Bis dahin dann. Sag mal, hat das auch die Funktion, wenn du das irgendwie drehst in dem Whitescape, dass du so eine Doppelseite auch angezeigt bekommst? Nee, das habe ich jetzt glaube ich nicht. Schade, weil ich finde, kann man vielleicht aktivieren. Weiß ich nicht, ob das bei einer Splash-Pitch vielleicht den Effekt machen. Das fehlt mir bei den meisten. Was unter den digitalen Aspekt halt manchmal cool ist, es gibt so Seiten, da kannst du quasi das so ablaufen lassen in deiner Lesegeschwindigkeit, dass nur nicht die ganze Seite siehst. Ja, so. Ja genau, das aufbauen. Ist halt zum Beispiel so das Geile. Du kannst es umstellen auf Panel zu Panel. Genau. Und dafür ist jetzt Watchmen cool, weil es ja immer hochformatige Rechnungen gibt. Genau, und da hast du jetzt immer Zeit, du hast dann wirklich mal, also wie gesagt, das wird auch manchmal, hallo? Es wird auch manchmal, das gibt es dann halt auch wieder einen Querpanel, ne? Da ist es dann halt, da müsstest du dann halt hier drehen am besten, wenn du das dann. Auch praktisch als alter Mann kannst du dir das quasi vergrößern lassen. Ja. So. Ja. Und ein alter Mann kann auch noch quer drehen. Ja, aber genau, dann, wenn du es quer drehst, kannst du natürlich dann so durchscrollen. Es hat auch wieder seinen Effekt. Also, wäre es denn eben oben rechts im Bild gewesen? Was dann? Oben rechts im Bild? Der Button. Nee, ich hab's, ich wollte nur mal gucken, aber ja. Spoiler. genau. Also, dicke Empfehlung, wer jetzt Superhelden mag, natürlich sowieso, aber Doomsday Clock ist also eins der großen Events so der letzten Zeit. Und ich denke mal, also so, was ich bisher gelesen habe, wie gesagt, ich kenne jetzt den finalen Ausgang noch nicht, aber was ich bisher gelesen habe, gefällt es mir besser als erwartet. So. Mhm.
Da kannst du jetzt auch sagen, der Stapel wird nicht mehr größer. Das ist ja echt das Tablet, das bleibt einheitlich. Digitaler Stapel. Wenn es mir dann im Endeffekt wirklich auch insgesamt sehr gut gefällt, dann würde ich dann natürlich, ich nehme an, dass das auch nochmal irgendwie in einer Gesamtausgabe kommen wird. Die werde ich mir dann natürlich auch nochmal physisch holen. Oh, hol dir doch die Gesamtausgabe digital. Oder willst du es dann doch haptisch? Nee, also oder als Hologramm. Gewisse Sachen will man ja dann doch irgendwie mal haptisch im Regal stehen haben. Also der Steffen macht es ab jetzt so, er liest erst digital, um Platz zu sparen, kauft dann hinterher die edel-luxus-dicke Ausgabe. Die Comicbranche freut sich, gibt zu, mal Geld dafür aus. Ja. Und tatsächlich, als du vorhin Invincible angesprochen hast, habe ich neulich direkt mal geguckt, weil ich habe mir auch den Band geholt und den finde ich so unpraktisch, ganz ehrlich. Also unhandlich ein bisschen. Ich finde es super, dass sie es gemacht haben, aber ja, ich auch. Der hätte ein Hardcover sein dürfen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich auch noch ein bisschen drauf bezahlt oder was, aber es ist, also das, und du kriegst es digital für die Hälfte. Ah. Für die Hälfte. Also, das ist jetzt eine zusätzliche nicht App bei Panini, von dem Verlag, nicht bei aber Panini, was heißt bei denn zweimal? Bei Crosskult kriegst du es für die Hälfte. Dann hast du für 15 Euro und hast das Ding halt komplett dabei. Also, ja aber wenn es ums Geld geht, kannst du es ja auch in der Bibliothek leihen, vielleicht. Nein, es geht ja nicht nur ums Geld, es geht auch um den Platz. Ja. Weil, in der Bibliothek kannst du es zurückgeben. Das sehen die sogar gerne. Also nicht, da kannst du aber nicht lesen, wenn ich will. Die hat jeden Tag geöffnet. Ich möchte die Diskussion mit dem Semester so öffnen. Wahrscheinlich hat er so ein ganz altes, gammeliges Buch Rückgabe 1983 oder 86. 86. Aber heute nicht mehr in die Bibliothek. Ja. Ja. Das ist doch gar kein K.O. Nee, aber ein K.O.-Kriterium für mich ist ja eben bei dieser Cross-Cult-Ausgabe hier, dass es eben ein Softcover ist. Schade. Das kannst du so schlecht ins Regal stellen. Der Patrick und ich, wir haben ja in einem anderen Podcast eine andere Serie besprochen, die auch bei Cross-Cult in Softcover erschienen ist. Und wenn das auf Hardcover rausgekommen wäre, hätte ich es gekauft. Ja, das ist so schade. Deadly Class. Deadly Class, da ist dasselbe Thema. Schade, schade. Und schade um die eingestellte Serie. Ja. Ja. Also Cross-Cult, bitte nochmal. Ja, wahrscheinlich wollen sie da wirklich eben aus den Gründen, wie du gesagt hast, dass da eventuell das Interesse schon aflauen könnte, wollen sie es nicht ganz so teuer machen, damit die Leute überhaupt noch zugreifen. Ja. Vor allem, es ist ja schon mal gescheitert, dieses Experiment. Da sind sie wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig an der Stelle. Gut, man müsste mal nachfragen beim Merkmal. Immer also kann man ja Aspekte führen dagegen. Ja. Man muss mal was Neues ausprobieren, aber genau bei den Serien, die ich mir gerne in Hardcover gekauft hätte, fangen sie an auszuprobieren. Ich kenne halt auch ein paar Leute von Cross-Cult, die sind clever, die haben sich bestimmt was dabei gedacht, aber wir sind halt wirklich so. Wir sind so super clever. Guck mal hier, aber wenn du Tablet länger nicht anschaust, dann wird es dunkel und geht's Licht aus. Nee, das passiert beim echten Comic nicht so. Pass auf. Da heißt abends, wenn die Sonne weggeht, dunkler. Es gibt ja sowas Schlaues wie appgesteuertes Verhalten eines Bildschirms. Und wenn das Tablet merkt, aha, da ist Kindle offen, wo derjenige vielleicht ein bisschen länger lesen möchte, mache ich das gar nicht so schnell dunkel. Ah. Krass. Aber Kindle wird es ja nicht. Ich nehme es extra heute mal, weil ich wusste, dass von dir diese Frage kommt. Ja, schon vorbereitet. Ich habe doch gar nichts gefragt. Es gibt oder diese Behauptung, diese. Oder man sollte es aber nicht mit Licht lesen. Habe ich das direkt mal ausprobiert. Also, wenn du Kindle zum Beispiel. Aber wenn du über Text liest, nicht mit Licht hab lesen. Habe ich doch Werbung gemacht. Ja. Über mehrmals. Oder Comixology zum Beispiel, wenn du das darüber liest. Selbe Firma, aber viel lieber, lieber das. Dann hast du. Das frei reden. Ja. Hast du das tatsächlich den Effekt, dass der Monitor länger hell bleibt? Man irgendwann auch, geht er doch dunkel, aber ja? Vielleicht nach 5 bis 10 Minuten oder so. Man könnte es auch ein bisschen Netflix-Format machen. Also Netflix hat so Socken rausgebracht, die messen den Puls und wenn du quasi anschläfst, dann schaltet sich auch Netflix ab. Das gibt es tatsächlich. Echt? Nein. Ja. Geil. Ja. Ich habe eben zuerst gedacht, ich habe Socken verstanden, aber dann habe ich echt gesagt. Ja, nein, das sind wirklich so Socken, die den Puls messen und dann, wenn du anschläfst. Ja, das ist ja cool. Und wenn sich dann dein Haustier an deine Füße kuschelt oder sowas, wie rum, was wird dann gemessen? Dann wird es wahrscheinlich voll Lautstärke aufgedreht. Puls vom Hund. Das Mensch guckt noch, aber das Haustier nicht mehr. Was? Oder das Haustier denkt, ach Mann, Dosenöffner, batsch, batsch. Ja. Guck weiter, ich will ja auch gucken. Also, Selbstversuch, wie sieht denn das bei euch aus? Lest ihr digital in irgendeiner Form? Ich kenne jemanden, der digital liest. Andi? Genau. Mhm. Und dem macht das ja voll Spaß. Mhm.
Ich lese halt sehr viele Comics, die leider nicht so symmetrisch aufgeteilte Panels haben wie Watchmen. Mhm. Und da würde ich dann... auch jetzt genau die falsche Sache, um das mal anzutesten. Nein, aber dafür passt doch. Ja, Watchmen passt, ist doch genau richtig dafür. Nur ich hätte auch gerne ein digitales Lesegerät, nur wenn das halt nicht in gigantisch großer Menge hergestellt wird, kostet sowas ja in kleiner Menge hergestellt 10.000 Euro. Dann kann ich es mir auch nicht kaufen, dann muss es nicht hergestellt werden. Deswegen gibt es die nicht. Genau. Das ist ein DIN A3 Plus Pad mit individuellen irgendwas gibt. Gibt's ja, aber so 12 Zoll gibt es ja. Aber das ist genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Mir fehlt auch diese Doppelseite, weil ich finde, manche Layouts sind einfach so geil über eine Doppelseite, dass dir das einfach entgeht, wenn du nur eine Seite siehst. Deswegen habe ich auch gefragt, wenn man es dreht in den Widescape-Modus, ob da so eine Doppelseite erscheint, weil dann wäre es cool. Aber so eine App, also sowas würde mir fehlen, dass die Comics adäquat präsentiert werden. Ja. Aber das gab es alles schon. Also habe ich ja schon mal erwähnt, der Horst ist ja auch für haptisch, nicht nur damit du was in der Hand hast, sondern damit du auch mit den Händen blättern kannst, statt zu wischen und dann verschwindet das. Oder mit den Füßen, mit der Nasenspitze. Jemand, der ein bisschen größere Ohren hat, doch. Also je nachdem. Schwing. Manche pflegen ja auch ihren Bauch, also wenn du den gut trainierst, kannst du da auch mit umblättern. Wann haben wir das Thema gewechselt? 1986. Entschuldige. Er nimmt jede Vorlage mit, weißt du? Wir haben ja endlich mal so eine Vorlage, da will ich auch mal drauf einsteigen dürfen. You're welcome. Nicht schlecht. Informieren Sie sich vorher. Ich bin eh durch. Ich habe meine Sachen abgearbeitet. Gut. Also ich meine, es ist deswegen finde ich auch digitales Lesen bisher noch schlechter als 4- bewertet, wenn man andere Comics liest. Ich fände es auch, auch cool, würden sie die technischen Möglichkeiten, die sowas anbietet, auch ausreizen und dem Lesefluss dann also, so ein bisschen. Ist halt eine Nische. Was mich tatsächlich halt stört, ist halt diese grobkörnige Auflösung. Das heißt, wenn du jetzt hier... Echt? Da dann doch mal, also jetzt geht's auf dem iPad halt dann. Das, ja, aber das soll doch gar nicht sein. Zeig doch mal her. Ja? Das soll doch gar nicht sein, doch, oder? Doch. Ja, die haben halt die Auflösung und es wird einfach nur angezoomt. Das wird jetzt nicht nachgerendert. Das ist aber schade. Wenn sie das irgendwann nochmal anpassen würden, das wäre dann nochmal ein wunderbarer Effekt. Das ist die Dateimenge natürlich größer und deswegen. Es dauert ja so schon, dass du so ein Ding da runtergeladen hast. Da ist ja Instagram besser. Wenn du Instagram an einem... Naja... Die meisten Leute gucken, es kommt ja auf den, der das Bild hochlädt, drauf an, aber die meisten Leute gucken ja Instagram zum Beispiel auf dem Smartphone mit kleinem Monitor an. Ich lade meine Bilder alle in Full HD hoch. Die gibt's ja. Also ich meine, viele laden es in Full HD hoch, wenn du es dann an einem Computermonitor anguckst, es bleibt in der Auflösung, wenn du es am großen Monitor das Foto anguckst. Ja, du kannst ja selbst im Telefon kannst du es ja ranzoomen und dann siehst du dann. Dann siehst du, dass wenn das HD hochgeladen ist, dass es schärfer ist, als das, was du mir gerade als Panel gezeigt hast. Ja. Ich kenne auch jemanden, der hat über einen bekannten Streaming-Anbieter quasi sowas wie so ein Unlimited-Package, also der kann so viel Comics lesen, wie er will. Wie er Zeit hat. Folgt dem Instagram-Profil von dem neuen Instagram-Profil von Lesia Legende, scharfe Panel. Hey, und scharfe Pettnis hat das was. Ist cool. Scharfe Pettnis, ja. Das ist nicht schnell sicher, schnell sichern. Noch ich habe keinen Stift. Scharfepanel.de. Ja, auf jeden Fall liest der unter diesen Anbieter gerade Lock and Key quasi für lau. Ja. Also ja, für den monatlichen Beitrag, aber das liest inklusive. Er dadurch. Ja, ja. Dadurch liest er jetzt diese Reihe quasi durch. Aber bei Lock and Key macht es ja gerade Spaß, das Haptische, weil dann ja auch diese Effekte mit dem Cover und sowas mit Schlüsselloch und ähnlichem, das kannst du auch digital nicht darstellen, weil es halt wirklich aufgedruckt ist mit Effekt im Also da muss ich auch nochmal differenzieren, weil jetzt so Comics, wo ich sage jetzt, da will ich jetzt einfach nur mal die Story lesen, schnell das weglesen. Ist für sowas gut, wo ich halt erstmal wissen will, wo ich genau weiß, okay, das USF, das ist jetzt nicht besonders extra oder das ist jetzt nichts außergewöhnlich aufgemacht. Wie also etwas andere. Ohne Mehrwert. Ja, genau, richtig. Naja, unser Wiesbadener Kollege, der liest ja so viele Comics, um einfach die Story einmal in sich reinzuladen. Der hat die danach, weil er sie gekauft hat, immer noch rumliegen, aber er braucht sie danach gar nicht noch. Ja. Aber wie steht ihr denn so zu digital oder haptisch? Wir fragen auch mal an den stummen Zuhörer. Ja, das könnte jetzt gerade auch mal das Mikro haben, wenn er will. Ja?
Wollen wir? Du darfst mal reden. Oh, darfst mal reden. Und wenn du da sitzt, könnten wir theoretisch auch dann mit den Insekten weitermachen, würde ich sagen. Ja. Nur wenn wir da hinwechseln. Aber können wir machen. Gut, dass er noch. Du bist nah am Mikro, während ich schon lachen. Das Mikro hat sich ihm angenähert. The Great Gordon. Shamway. Er hadert noch. Shamway over the Rainbow. Wir geben dir noch 2 Minuten Zeit. Schmeichel dich mal, also lass den Kopfhörer mal so an dein Ohr schmeicheln und das Mikrofon an dein Kinn schmeicheln. Wir haben ihn unvorbereitet erwischt. Das war aber auch jetzt ein bisschen gemein. Das war jetzt ein bisschen gemein. Ja, ja, aber das war jetzt eigentlich die Frage mit den digitalen Comics. Genau, wie stehst du dazu? Jetzt habe ich die Kopfhörer aufgesetzt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich darauf antworten soll. Ah, oh. Mit Worten. Warum hast du bloß die Kopfhörer aufgesetzt? Ja, das ist das Problem. Wenn was man dann machst du denn, wenn du jetzt einen Comic machst, als Comic-Schaffender, genau. Genau, wie bereitest du das auf? So, dass es digital lesbar ist oder dass du vorher schon den Druck im Hinterkopf hast? Sowohl als auch, wobei ich sagen muss... Was hast du denn im Kopf, wenn du es erstellst? Also denkst du, ich lade das jetzt irgendwo hoch, dann kann es jemand lesen? Oder denkst du direkt schon dran, es wird dann gedruckt und ja? Es gibt eine Grundidee, die beruht sich dann in den meisten Fällen für die Druckversion. Mhm. Meistens sind das sowieso einfach bloß DIN A4-Formate. Mhm. Aber... Es werden andere Formate, das wird für andere Formate einfach nochmal überarbeitet. Wenn ich der Meinung bin, und meistens bin ich der Meinung, wenn ich das doch mal digital über Neobooks veröffentliche, das heißt, es gibt eine Version für den Druck, das ist dann mal je nachdem, bei wem ich es drucken lasse. Und dann gibt es noch eine anschließende Neobooks-Version, weil die wollen das nach einem bestimmten Vorgang, beziehungsweise die wollen das mit schwarzen Rändern und so einem Blödsinn. Das füge ich dann alles zu und verschicke das dann so. Manchmal muss ich für den Druck... Also das heißt, die machen auch schon eine Vorgabe dann letztlich. Ja. Mhm. Das ist bei manchen Druckaufgebern dann natürlich auch so. Wenn du jetzt zum Beispiel bei CDK, das ist irgendwo eine Firma in Rottgau, die machen das sehr künstlerisch und die besprechen das mit dir ab. Das heißt, du gibst denen die Bilder und beziehungsweise die Seiten und die fragen dich, wie du es haben willst und wird das gemeinsam designt. Bei Flyeralarm ist es so, die haben auch eine Vorlage, die wollen, dass du es so machst. Da gibt es dann PDFs vor und du bereitest das dann so vor. Da musst du dann irgendwas an den Rändern ändern, beziehungsweise an der Seitenlänge und Breite. Mhm. Und das wird dann so für den Druck vorbereitet. Mhm. Und dann gibt es noch wenn ich das digital nochmal veröffentlichen will, muss ich es nochmal dementsprechend anpassen, wie Neobooks es haben will. Aber die Ursprungsidee ist halt, ich will einfach etwas im DIN A4-Format und alles andere wird nachher nochmal angepasst. Mhm. Mir fällt da noch ein, bei Walking Dead hatten sie es ja auch so gemacht, dass sie dann für die Heftausgaben immer einen Cliffhanger gemacht haben und wenn dann das Compendium rauskam, also die Sammelausgaben, da haben sie dann immer diese Cliffhanger-Seiten entfernt, um den Lesefluss dann besser zu machen. Mhm. Wie ist denn das bei dir, Marek, wenn du jetzt einen Comic machst, Was hast du im Hinterkopf? Digital gedruckt oder beides? Oder? Also ich im weitesten Sinne, so wie Gordon gesagt hat, beides. Also primär ist bei mir der Druck. Das heißt, ich baue die Datei im A3-Format auf. Mhm. Ich koloriere sie auch digital. Mhm. Es wird alles halt mit 300 dpi, aber auch schon bearbeitet, dass es für den Druck gehen kann, als auch für den Screen-Bereich. Und beim Druck ist es so, ja, auch wenn wir bei einer Online-Druckerei oder generell bei einer Druckerei drucken, muss man das Format teilweise anpassen. Also wir haben bei Palindrom 1, also bei dem ersten mit dem Sascha Dörp, was ich rausgebracht habe, haben wir das in dem US Comic-Format gedruckt. Ich habe das ursprünglich in A3 angelegt. Das heißt, ich musste das bisschen schmaler gestalten. Das heißt, manche Sprechblasen vom Paneling musste ich bisschen eher an den Bund setzen. Mhm. Aber sonst war es im Großen und Ganzen recht flexibel. Aber ja, heutzutage muss man an beides denken. Aber ich will die eigentlich alle drucken. Mhm. Also sowohl Palindrom 1 als auch jetzt das Aktuelle und Medianik generell. Ich weiß nicht, ich mag die Haptik. Also ob das jetzt Hard- oder Softcover
Hardcover ist natürlich noch geiler. Mhm. Ist einfach für mich das Primäre, ist das Digitale. Es sei denn, ich mache eine kurze Illustration oder so, die nur für Instagram oder nur für Facebook gedacht ist. Mhm. Dann ist es mir egal. Aber sonst arbeite ich eigentlich immer mit mindestens 300 dpi, dass es auch gedruckt werden kann. Mhm. Das ist das Essentielle. Und das Paneling an sich, da gestalte ich keine dunklen, sondern weiße Outlines, mhm, weil ich das einfach viel leichter und einfach leichter finde. Das Layout wird jetzt durch die Panel-Rahmen nicht eingeengt. Es ist jetzt kein Rahmen mehr, sondern es ist einfach ein schönes, geschlossenes Panel. Mhm. Ja, wie ein rahmenfreies Kunstwerk. Ja, und der Drucker fragt dann jetzt mal die Frage an welche Legende. Der fragt dann, mal gucken, ob er aufgepasst hat. Der fragt dann was, der Drucker? Was fragt der Drucker? Was fragt der Drucker? Ja, frag doch mal. Wollen Sie ein scharfes Pendel oder was? Ach so. Ich weiß nicht, dass so der Drucker fragt. Der Drucker fragt, das klingt wie ein Anfang von einem Witz. Ja, fragt der Drucker. War ja auch. Naja, gut. Ist vielleicht nicht angenehm. Na, egal. Ja, aus Druckersicht? Aus Druckersicht? Da noch was zu ergänzen? Ja, also manchmal musst du ganz schön scharren, bis du 300 dpi zusammen hast. Ich habe schon mal 260 dpi auf einen Haufen gemacht. Das war dann ordentlich, aber es waren halt keine 300 dpi. Das ist nicht so die Flyer. Aber ich glaube, das ist so das Essentielle, auch wenn du digital, egal was ist, mindestens auf 300 dpi drucken, zeichnen. Bevor du anfängst, genau. Weil du dann alles mitmachen kannst. Ja. Wenn du das direkt mit 72 dpi machst, dann wird das Drucken halt busy so unscharf. Deswegen arbeite ich bei einzelnen Motiven sehr gern mit Inkscape, weil du das dann halt auch einfach hochskalieren kannst, wie du willst. Ja. Das ist auch so die Sache, mit welchem Programm du am Schluss arbeitest, ja, weil wenn du das auf Vektor, es gibt ja Programme, die halt Vektorlinien kreieren und dann kannst du das Ding ja hochziehen. Also wenn man auf jeden Fall. Genau, anfängt irgendwas zu machen und hinterher entschließt man sich dann für, ich nehme es doch nochmal für was anderes. Vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, da war halt Speicherplatz begrenzt und knapp und Programme sind abgestürzt, wenn du was zu hochauflösend angefangen hast. Es gibt ja mittlerweile auch einen Online-Dienst, zumindest mir ist einer bekannt, es gibt vielleicht auch mehrere, die halt das hochskalieren. Ne? Also das heißt, wenn du ein Bild hast in kleine Auflösung, dann kriegst du das da hochskaliert, aber das geht natürlich dann auch da nie ohne Datenverlust. Es ist ja ganz logisch. Aber das Ergebnis ist schon... Was ist? Was möchtest du denn jetzt sagen zum Thema Datenverlust? Warte mal kurz. Mir fällt da so ein Gag aus der Serie Deadly Class ein, wo der eine dann sagt, ja, ein Kumpel hat mir ein Pornobild geschickt, jetzt brauche ich noch 6 Stunden, bis es runtergeladen ist. Oh je. Sowas fällt ja hier bei unseren anzunehmen. Ja. Das war ein scharfes Panel. Ne? Ja. Aus 1986. Ja. Der spielt in den 80ern. Ja. Da. Vielleicht. Naja, Deadly Class. Da Hammers. Da Hammers. Da Hammers. Hammer's. Nein, das habe ich halt bei den Auflösungen gedacht, wo du gesagt hast, hier scharfe Auflösung, oder? Ja. Aber ich würde sagen, damit haben wir jetzt ja schon so ein bisschen die Themen unserer Gäste noch so ein bisschen geschnitten, schon mal angeschnitten. Mhm. Mit dem scharfen Pendel und Übrigens, ich habe geguckt, also noch zum Augenblick des Aufzeichnen, scharfependel.de ist noch frei. Ah. Also jetzt noch. Wahrscheinlich, wenn das jetzt ausgesendet wird, sammelst du noch URL? Vorbei, aber es ist noch frei. Es geht eher in die andere Richtung. Aber das wäre jetzt eins, ne? Da kann man nochmal schwach werden. Naja, gut. Hört sich gut an. Ja. Ja. Scharfe Panel. Zumindest der Username bei Instagram, den solltet ihr euch ganz schnell irgendwie sichern. Mhm. Ja. Stimmt. Marek? Ja. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Also erstmal lieben Gruß an Sascha Dörp, möchte ich auf diesem Wege bringen. Denn ich habe das letzte Mal, als ich ja hier war, ich rede jetzt einfach weiter. Ja. Also das letzte Mal, als ich hier war, war ich mit Sascha Dörp noch hier und da haben wir den ersten Palindrom so ein bisschen angeteasert. Das war ja so vor der Berliner Comic Con. Es handelt sich um keine Krankheit, liebe Hörer. Genau. Also wer das nicht mitbekommen hat, hat es, haben wir, im Endeffekt hat sich das Projekt so gestaltet, dass der Sascha und ich uns auf ein Bierchen ihn getroffen haben
Und er auf der Comic-Con einen Künstlertisch hatte und mich gefragt hat, hast du nicht Bock mitzukommen, weil wir davor beide für Heldorin gezeichnet haben, also an diesem Künstlerprojekt. Und da habe ich gesagt, klar, komme ich gerne, aber mit meinem Medianik bin ich noch nicht so weit. Also bis auf zwei, gibt drei Drucke könnte ich, bis auf zwei, drei Drucke könnte einfach ich nicht mitnehmen. Er redet einfach. Und dann hat er nämlich gesagt, weißt du was, dann lass uns doch zusammen einen Comic zeichnen. Und wir haben halt das Palindrom genannt, weil du den von beiden Seiten lesen kannst. Also wir haben uns ein Setting gegeben, ein Szenario. Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie die beiden nebeneinander sitzen und zusammen Comic zeichnen. So, weißt du? Ja, so ähnlich war es. So von einem Blatt, der eine ja. auf die Hinterseite, der andere ja, auf die Vorderseite. Ja. Haltet so hoch. Nur digital. Deswegen ist das ja auch möglich gewesen. Das ist gewesen, ein Vorteil von digital. Weil wir das digital gezeichnet haben und das Schöne ist, ich habe das halt bei mir in Frankfurt zusammengekloppt, bei sich in Mainz und dann haben wir uns, wie gesagt, ein Setting gegeben aus dem Cyberpunk-Bereich, so ein Pirat. So ein Schmugglerschiff, was eine Ladung transportieren soll. Und dann passiert was. Und wir sind uns nicht zu sehr auf den Füßen gestanden, sondern haben uns einfach nur gesagt, okay, jeder macht 12 Seiten und wir erzählen einfach eine Kurzgeschichte, eine lustige, beziehungsweise zwei. Und damit sind wir dann nach Berlin gefahren. War auch sehr schön, also auf der Berliner Comic-Con und haben da halt so die ersten Ausgaben von Palindrom an die Leute gebracht, kam auch gut an, also hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und weil das so viel Spaß gemacht hat, machen wir jetzt aktuell direkt die zweite Ausgabe beziehungsweise einen neuen Palindrom mit einem neuen Setting, aber auch wieder aus dem Science-Fiction-Bereich und wollen den im April, da fliegen wir beide auf den Festival Comic-Kunst in Posen und da fliegen wir beide hin und sind dann praktisch als deutsche Comiczeichner, Gastzeichner eingeladen und wollen da halt das neue Palindrom an den Mann bringen. In Polen werden wir das in englischer Sprache verkaufen und in Deutschland dann wieder in Deutsch. Und das findet am 17. bis 20. April statt und dort werden wir den zweiten Palindrom dann an den Start bringen. Und das macht gerade viel Spaß. Es ist ein bisschen anstrengend, jetzt so die heiße Phase, weil es muss ja demnächst fertig werden, gedruckt werden und ja. Also ist die Weltpremiere nicht in Deutschland, sondern in Polen? Die Weltpremiere sieht so aus, dass sie in Polen sein wird diesmal. Mhm. Wow. Ja, genau. Warst du auf laut los? Genau, du musst nochmal wiederholen jetzt. Also präsentierst du das in der Heimat des Witchers? Ja, das stimmt. Also da bin ich auch, wie gesagt, Sascha dankbar, weil er auf mich zugekommen ist, ob ich auch Lust habe, da mitzufliegen oder halt mit auf die Festtage zu gehen. Wahrscheinlich auch, weil ich der Sprache ein bisschen mächtig bin und ein Mittel zum Zweck. Nein, also wir haben schon Spaß an den Projekten und ich glaube, das ist auch ganz darf cool geworden. Darf ich hier ganz exklusiv die polnischen Fans auch schon mal grüßen? Ja, mach doch. Bardzo zapraszam was wszystkich 17 do 20 kwietnia do Poznania, bo będziemy, Sasza i ja będziemy tam sprzedawali nowy komiks Palindrom 2, beziehungsweise nowy Palindrom będziemy sprzedawali. Mhm. Także wszystkich zapraszam, będzie fajnie, będzie wesoło. Palindrom habe ich verstanden. Vielen Dank. Palindrom habe ich verstanden, aber ansonsten hat er wahrscheinlich irgendwas. Beziehungsweise habe ich auch verstanden. Ich habe was völlig anderes vielleicht auch jetzt gesagt. Das war Polen. Ansonsten hat er wahrscheinlich gesagt, die ganze Zeit rubbelt eure Katze nicht so. Oder, ja. Ich habe das Essen bestellt. Genau. Oder Doppelkäse. Oder es war irgendeine Anmoderation. Doppelkäse habe ich auch verstanden. Scharfes. Ja, so wie beziehungsweise manchmal scharfes schleicht sich das einfach ein. Ich glaube, der Marek. Ach, scharf. Da muss ich das jetzt nochmal bestellen in scharf. Scharfe Ben. Liebe Zuhörer, was ist hier in echt passiert? Der Marek hat einfach weitergesprochen und der Steffen ist ja derjenige, der es hinterher nachbearbeitet, der es einfach rückwärts abgespielt. Das ist eine satanistische Botschaft. Wenn ihr den ganzen Podcast rückwärts abspielt, dann versteht ihr es, genau. Ja. Und dann kriegt ihr den nächsten Avengers gespoilert. Ja. Oh. Also den vorherigen, weil es ja von hinten ist. Oh. gut. Dann, ja. Wir haben noch ein. Aber wenn es digital ist, würdest du auch eine digitale Version in polnische Sprache machen, damit die Leute vielleicht das erste Heft nochmal nachlesen können, kostenlos online? Also die Polen. Das erste Heft wird sogar in englischer Sprache auch, nicht in polnisch. Dabei. Das wird es sogar da vom Messeveranstalter vermutlich auch kostenlos geben.
Das war, ja jetzt cool. Kann ich noch nicht so sagen, ob das jetzt auch da kostenlos sein wird, aber also das ist wird nicht vermutlich so sein. Versprechen. Das sage ich lieber auf Deutsch. Weil uns hilft das alles nicht. Weil ich es nicht hundertprozentig weiß, ob es so sein wird, aber auf jeden Fall wird die erste, also sagen wir so, es ist nicht die erste und die zweite, diese Kurzgeschichten haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber praktisch das erste Palindrom, was wir in Berlin veröffentlicht haben, das wird da in Englisch ich schätze mal, auf kostenlos sein, aber auf jeden Fall wird es da auch angeboten. Also alle nach Polen, da gibt es ein kostenloses Heft. Ab nach Polen, April 17. bis 20. Sind wir da. Es wird lustig. Wie heißt die Messe nochmal da? Das ist Comic-Kunst in Posen. Das ist Festival der Comic-Kunst. Gut. Cool. Ja. Festival cool? Comic Sowie Stuki w Poznaniu. Auf Polnisch. Das war Polnisch. Also und noch vielleicht zum Abschluss eins noch. Es ist durchaus möglich oder höchstwahrscheinlich, dass ich auch in Erlangen dabei sein werde. Ah, ja. Und das ist Juni 11. bis 14. Da werde ich auch am Start sein. Da wirst du spätestens dort, wirst du dann Ruhm erlangen. Habt ihr dann auch, habt ihr mehr englische Hefte, die dann noch für Erlangen übrig bleiben, falls da jemand die Internationalausgabe möchte? Oder? Es kommt darauf an, wie gut die weggehen. Also wir haben auch, muss ich sagen, in Berlin gestaunt, dass doch so viele weggegangen sind, weil wir dachten, ah ja komm, das ist so eine Was ist weggegangen? Die Leute, die zu eurem Stand sind, sind dann gleich wieder weggegangen? Wie viele das waren, hat euch erstaunt? Oder? Das hat, da habe ich auch gestaunt, wie viele vorbeigegangen sind. es war schon abgefahren. Es war meine erste Comic-Con und dann direkt hinter so einem Künstlertisch. War schon lustig, war auch spannend. Also wie gesagt, du siehst viele Leute vorbeilaufen, aber manche sind auch stehen geblieben. Nee, wir haben irgendwie gedacht, wir verkaufen, keine Ahnung, 10, 15, aber sind dann doch, glaube ich, 50 oder so oder noch mehr sind dann schon weggegangen. Yeah. Also es war erheblich mehr, als wir gerechnet haben. Und in Polen, gucken wir mal, ich weiß noch nicht, in was halt daran, Auflage, dass es auch ein saugeiler Kram ist. Also die Leute, die nur zuhören und noch nicht sich bemüht haben, neben dem Hören auch nochmal zu gucken, was du zeichnest. Das spricht dafür, dass ihr mal guckt, was er gezeichnet hat. Ja, da möchte ich mich auch beim Patrick bedanken für eine sehr gute Kritik. Also die war sehr schön geschrieben und natürlich auch schmeichelnd. Deswegen möchte ich mich bedanken. Die war sehr, sehr gut. Ansonsten hätte das jetzt ja anders ausgesehen. Die zwei sitzen sich gegenüber. Wenn man so und also im Endeffekt ist es schon... ich habe auch einige Kunstdrucke verkauft, die ich da im A3-Format mit dabei hatte. Das werde ich in Polen auch mithaben. Und das hat uns schon Spaß gemacht. Das Schöne ist, Sascha hat einen komplett anderen Zeichenstil als ich, aber trotzdem haben wir uns so vom Plot und auch von der Tonality irgendwie ergänzt. Also das war eigentlich schon, denke ich mir, wie aus einem Guss, obwohl jeder seine Dialoge, jeder das Szenario alles für sich selbst geschrieben hat. Ihr habt beide eure unterschiedliche Herangehensweise, was Story angeht, aber immer in der Mitte. Genau, ihr habt eine gewisse Tonalität, die sich dann überschneidet. Und deswegen, also es hat gut funktioniert, es war so eine Generalprobe und da haben wir gesagt, ach weißt du was, solange wir Zeit dafür haben, Spaß an der Sache, machen wir es jetzt immer wieder. Also wenn alles gut läuft und die Zeit mitspielt, machen wir vielleicht einmal im Jahr ein Palindrom und gucken, wo es uns hinführt. Aber vielen, vielen Dank, weil es hat auch Spaß gemacht, auch wenn es wirklich viel Arbeit ist. Also irgendwann denkst du so, boah, möge das endlich fertig werden, aber es ist schon cool. Ich wünsche dir auch mal einen Horrorcomic, muss ich dazu sagen. Da wird's du dich wahrscheinlich auch ziemlich gut austoben können. Ah, der Grusel, der Marek sich mal zu sehen. Ja, ich habe dann Angst beim Zeichnen. Ich verzitter die Linien. Und passt doch. Und wenn du es dann fertig gezeichnet hast, da so ganz gruseliges Wesen. Ich kann es dann nicht mehr lesen. Ja, wenn es fertig gezeichnet ist, kann ich es nicht mehr lesen. Ja, aber Sascha ist auch ziemlich im Horror beheimatet. Das hat man auch an dem Rattencomic und auch sein Chamäleon hatte gewisse Horroraspekte. Sind schon dunkel. Bei ihm ist es auch schöner dieser Hell-Dunkel-Kontrast. Also da hat er schon wirklich krasse Kontraste. Der ist da wirklich die klassische Schule und der kann da auch wirklich gut die Stile imitieren, die er da vorschweben hat. Ich finde, es ist ja so eine Hoch. Und dann wird drüber wirklich fertig gezeichnet. Das passiert. Ist wieder so ein Trigger, der funktioniert bei mir. Es ist ja bei den Kindern, die in so Horrorfilmen mitspielen, die gucken sich ja das Endprodukt ja nie an. Nee. Ja, weil sie ja viel zu jung dafür sind. Und so geht's mir auch. Aber das ist jetzt, das war eigentlich so das perfekte Stichwort, also jetzt nicht das mit dem Horrorfilm, sondern so insgesamt, um nochmal kurz darauf hinzuweisen. Perfektes Stichwort. Es lohnt sich ganz gern mal, wenn ihr sowas habt bei euch, also wenn ihr jetzt hier Rhein-Main-Gebiet seid, dann sowieso, aber auch bundesweit, wenn ihr sowas habt, bei einem Comic-Stand einfach mal vorbeizugucken, weil
da entstehen halt solche Kontakte. Da finden sich Leute, und weil ihr habt euch da ja auch kennengelernt. Das möchte ich auch wirklich sagen. Das habe ich auch letztens halt in die Stammtischgruppe geschrieben hier, der Frankfurter Stammtisch. Der hat mir eigentlich so die Möglichkeiten eröffnet, weil davor war ich einfach, ich habe als Grafiker hinterm Schreibtisch in der Agentur gesessen und habe geweint, ja, in der Fötusposition, habe da meine Layouts gemacht. Und dann auf einmal, wie eine Offenbarung, ja, kam ich zum Stammtisch. Ja, danke Leisure Legende für die ursprüngliche Einladung, weil bitte. Du bist auf mich aufmerksam geworden. Und Wie ist das denn passiert? wie kann das denn passiert sein? Das wollen wir hier nicht erzählen. Und da habe ich halt Richard Dirk kennengelernt. Im Endeffekt ist es eigentlich dann die Möglichkeit über Heldroin und so weiter. Und jetzt lebe ich das glamouröse Leben eines Comiczeichners, ja, indem ich Berlin, Polen, Berlin oder Polen, Hauptsache Europa, rumreise und irgendwie meine Zeichnung an den Mann bringe. Und das Schöne ist, wenn du halt Comics zeichnest und du die Freude, oder wenn es den Leuten, also entweder es gefällt denen oder sie finden es scheiße, aber keiner verstellt sich. Ja, also wir sagen, ja, alles klar. Ach, wir verstellen uns schon, das ist toller Comic. Aber das macht ihr gut, also ihr solltet einen Podcast machen. Ne? Ja. Das ist echt nicht schlecht. Und deswegen macht das ja eigentlich wirklich sehr viel Spaß. Und jetzt sucht ihr alle Orte auf, die entweder mit B oder mit P anfangen. Ja. Polen. Als erstes. Ja. Berlin, Prenzlau. Nein, in Berlin. Warst du in Berlin, ja, gell? In Berlin. Ja, in Berlin auf der Con, genau. Ja, ja. An jeder BP-Tankstelle. Ja. Gibt es die überhaupt noch nicht. Irgendwann wird ein Boss. Ja, und wenn alles gut läuft, auch EWI Erlangen. Ja. Oh. Und es könnte sein, ich weiß es nicht, dass ein paar Comics von uns beim Next Art Verlag auch gelandet sind. Ah. Und dass man die da auch vielleicht erwerben kann. Das habe ich aber noch nicht recherchiert. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Ich habe kein Internet. Und sonst einfach bitte in Polen und in Berlin, hätte ich fast gesagt, und in Erlangen vorbeikommen. Mhm. Da müsste sich noch das eine oder andere Palindrom finden. Ja, Berlin finden. Ja, dann bestimmt auch wieder. Vielleicht. Nächstes Jahr, vielleicht. Das gucken wir mal. Das schauen wir mal. Also das war schon mega. Das hat echt Spaß gemacht. In welcher Stadt ist das in Polen? Posen. Ach. Poznań. Genau. Auch wieder P. Da? Ja. Ja, deswegen auch und das erste P. Ja. Also Polen, ja. Und Palindrom. Und Palindrom. Ja. Ja, können Sie sogar so weit gehen und sagen Popo. Hm? Man könnte, man muss nicht. Könnte so weit gehen. Ja. Na, ist doch schön. Genau, also besucht Comic-Stammtische. Also das ist vor allem, in Frankfurt kann ich empfehlen, sind ein paar nette Leute bei. Ja, wie gesagt, es gibt überall Comic-Stammtische. Ja, es gibt überall welche. Guckt euch mal um, weil so Kontakte entstehen da ganz gerne mal. Ja. Ja. Wenn man gerne einen Comic-Stammtisch besuchen möchte, man muss nicht unbedingt Comic-Zeichner sein oder glauben, dass man besonders schon schrittweit ist. Man kann auch als Comic-Fan, als Leser, als ich möchte mal gucken, was das so ist, als Autor, man kann da als alles hinkommen. Als Konsument, als Comic-Verkäufer, als Comic-Käufer, als Wurstfachhändler. Als Wurstfachhändler. Ich bin hier auch der einzige Nicht-Zeichner. Also ich bin der Howard Wolowitz. Hast aber eine andere Frisur. Ja. Wir haben hier doch noch einen netten Teaser. Mit einer anderen Frisur. Genau. So, was gibt's denn hier von den Space Insects? Also nachdem wir den ersten Pilot bereits veröffentlicht haben, sowohl als in der Druckversion als auch als E-Book, haben wir viel positive Rückmeldungen bekommen. Mhm. Beziehungsweise wir haben halt auch irgendwie mitbekommen, dass es bei den Leuten gut ankommt. Mhm. Und beziehungsweise irgendwie Nachfrage, dass die wissen wollen, wann denn jetzt die neuen, ob jetzt neue Episoden rauskommen und wann überhaupt. Und deswegen haben wir jetzt auch daran gearbeitet und neue Episoden gemacht, beziehungsweise sind dabei, noch weitere zu machen. Mhm. Und ich kann jetzt allerdings noch nicht so viel darüber reden, weil dann stellst du pantomimisch da. Ja. Ich mach mal was und du kannst ja mal sagen, ob du es deuten kannst.
Ja, du kannst ja erstmal, weil du das Mikrofon an hast, kannst du ja auch erstmal noch versuchen, irgendwas mit Worten darzustellen. Aber war schon eine gute Geste. Ja. Er will das Universum in die Luft sprengen. Manche Leute wollen das brennen. Das ist eine gute Frage. Nein, eine Feststellung mal. ja. Nein. Also möchtest du es erweitern? Wie erweitern? Was? Du willst das Universum erweitern. Welches? Unseres oder dein Comic? Hier liegt auch ein Prospekt für den physikalischen Verein rum. Also zuerst wollte ich ja nur das eine erweitern, aber jetzt, wo du sagst, das finde ich, ist eine gute Idee. So lange, bis sich beide überlappen. So. Es ist ja ineinander verschachtelt. Ja, aber wenn Welten kollidieren, das geht nie gut aus, dann wird die andere auslöschen. Oder es entsteht etwas. Das vermutet man nur. Besseres. Ja. Ja, aber wenn vielleicht nicht besser für uns, aber. Wenn es jetzt in seinem Universum die Erde zum Beispiel nicht mehr gibt. Dann? Dann könnte es funktionieren. Was denn? Dass die beiden Universen praktisch übereinander gestülpt. Also ich würde mal sagen, wir reden einfach erstmal über einen Rückblick. Was hat ihr denn jetzt eigentlich so für Eindrücke von dem Comic? Ihr habt das ja inzwischen bestimmt auch gelesen. Was habt ihr denn für Eindrücke bekommen und was habt ihr denn überhaupt für Fragen daran? Ja genau, stellt mir doch einfach Fragen. Oh. Jetzt muss ich erstmal wieder reinblättern, ich habe es so lange geschafft. Guck aber im Internet nach, geht schneller. Ja. Nee, aber fang du doch an. Das ist doch, also. Immer soll ich anfangen. Ja. Also es gibt ein, also in gedruckt gibt es ja schon das erste Heft. Das gab es ja schon, als wir den Podcast dazu hatten. Und das hieß Space Insects. Und das hatte die ersten zwei Episoden drin. Das heißt. Quasi ein Pilotfilm in Comicformat. Ein Pilot. Der Pilot ist gestartet, ist losgeflogen. Und inzwischen gibt es schon Episode 3 in gedruckter Form. Ja. Was heißt? Also es wurde schon irgendwie, oder? Und hat man die schon gelesen? Und ich habe es schon gesehen. Ja, ich habe es sowohl in haptischer Form als auch in digitaler Form gelesen. Also. Dann hast du es ja zweimal gelesen. Ja. Und? Ist da nicht irgendwas kollidiert oder sowas? Noch nicht. Gut, dann ist gut. Dauert vielleicht noch ein bisschen. Also, Space Insects heißt das erste Heft. Das liegt teilweise kostenlos aus, teilweise kann man das irgendwo in der Zukunft für 100.000 Euro ersteigern, schlag lieber jetzt zu als später. Teilweise kriegst du das auch von Helan in Frankfurt. Helan? Ja, Dilan. Nee. Ja, Dilan und ach so. Sonstiges Nachtvolk und Tagesvolk. Ich muss halt noch hinzufügen, es steht ja auf der Rückseite, stehen ja Kontaktdaten drauf, da muss ich was aktualisieren, weil mittlerweile hat Jimdo, bei dem wir halt diese Website gemacht haben, eigentlich nur aus Not, weil irgendetwas müssen wir ja anbieten zum Support oder sowas, ja. Und da hat Jimdo halt die Entscheidung getroffen, ja, wir machen das jetzt, wir nennen das jetzt nicht mehr diese Endung .jimdo.de, sondern wir nennen das jetzt, wie war das mal? Ich glaube, .freejimdo oder .jimdofree.de. Ich habe hier bei Freenet früher oder so. Die sind doof. Wir haben jetzt Merchandise gemacht, also Aufkleber, in denen der richtige Name von dieser Website steht. Da stehen die richtigen Kontaktdaten. Auch unsere E-Mail-Adresse, wo ihr uns offiziell erreichen könnt, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Wo ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt dann. Genau. Wenn ihr jetzt so im Internet diesen alten Namen, der jetzt auf dem Pilot auf der Rückseite steht, der kommt gar nichts. Da kommt nur irgendein Blödsinn. Keine Ahnung. Nichts. Ja, aber genau. Free Jimdo heißt das, ist das ein Aufruf zu befreit Jimdo? Nein, ich hab. Es ist nicht mehr Free Willy, es ist Free Jimdo. Ja, und Willi war ein Wal. Was ist Jimdo? Ich glaube, ich drehe den Legende mal wieder ein bisschen leiser. Ich habe irgendwie einfach das Gefühl, ich muss da jetzt halt meine eigene Website machen. Ja, ist immer besser. Weil, zumindest eine eigene URL und die kannst du dann auf die Seite verlängern lassen. Das Blöde ist halt, wir hatten halt mal, wir haben eigentlich so ein Informatiker-Team, wir wollten eigentlich mal ursprünglich so eine Website bauen, aber irgendwie ist das steht das jetzt irgendwo als Staubfänger irgendwo auf einem PC und das muss auch ins Netz.
Also seid ja, also wir hatten noch nicht geschafft, das zu veröffentlichen, weil eigentlich wollten wir was ganz anderes machen und das irgendwie dazwischen stehen. Und das hat alles irgendwie nicht ganz funktioniert, weil wir dann halt irgendwie die Projekte, die Prioritäten geändert haben und dann ist das halt irgendwie in Vergessenheit geraten. Nein. Und jetzt müssten wir eigentlich neu ansetzen oder es komplett anders organisieren. Aber eigentlich, also der Punkt ist, wir brauchen einfach eine eigene Website. Und das mit diesem Jimdo, das funktioniert, glaube ich, einfach nicht mehr so richtig, so wie wir es eigentlich haben wollen. Also gibt es denn jetzt in Space Insects in Extended Universe denn nachher? In was? Expanded. Expanded Universe. Extended. Erweitert. Ja. Abgekürzt Ex-Universe. Es wird allerdings Änderungen geben. Wir haben einiges geändert, damit es anders. Besser, genau, es soll anders wirken, es soll besser wirken, ja. Und deswegen, es kann sein, dass hier, wenn wir die nächste Ausgabe irgendwo auslegen oder wenn es ausgelegt wird, wir sind dabei, etwas Großes zu organisieren. Wir gucken halt mal, wie das funktioniert. Und aber das kann eine ganz dicke Sache werden, generell wirtschaftlich. Also ein Free Willy. Aber naja, jedenfalls, wenn das Heft dann ausliegt, die neuen Episoden, dann wundert euch nicht, wenn ihr zwar die alten Charaktere seht, aber dass dann sich da irgendetwas geändert hat, was wahrscheinlich, woran man sich dann vielleicht mal gewöhnen muss, aber es funktioniert herrlich. Ich kann es anders umschreiben, der Pilot ist wie so die erste Folge von einem Star Trek Ding, also genau. Man lernt erstmal die Charaktere kennen und diese Charaktere durchlaufen auch eine Entwicklung und gehen dann auch an die Planetenerkundung. Im ersten ist es immer so, dass erstmal das Raumschiff und die Crew vorgestellt wird, aber auch solche Leute können eine Wandlung durchmachen. Ja. Und das passiert hier eben. Genau. Wir wollten, die ursprüngliche Idee war ja auch eigentlich, dass wir wollten ja dieses Heft noch rausbringen, um eine Serie produzieren zu lassen. Und wir gucken mal, was daraus wird. Jedenfalls haben wir ein dickes Formatprojekt vorbereitet und wir wollen halt gucken, mit wem wir das dann zusammen machen. Und aber das kann ein ganz großes Ding werden. Mhm. Und da haben wir jetzt Vorbereitungen gestartet. Aber zu viel kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das haben wir gemerkt. Ja. Ich habe gemerkt, dass ihr es gemerkt habt und ich habe das auch gemerkt. Gordon hat gesprochen. Ich habe eine gute Nachricht zu der Internetadresse. Ich glaube, wenn du die alte eingibst, gibt es einfach einen Forwarder und du landest bei der neuen. Also da gehst du automatisch dann auf die Free. Ja, aber das geht niemand verloren. Ja, ich weiß halt nicht, wie lange das noch so geht. Ich habe das mal irgendwo mal bei einer... Ah, es funktioniert noch geht's, ja. Noch geht's. Ich habe das mal irgendwo gemacht. Ich weiß nicht mehr, auf einem alten PC oder so. Und da hat es irgendwie nicht funktioniert. Ja, der PC war von 86. Damals gab es die Website noch gar nicht. Das kann ja... Der hat auch kein Bahnkabel. Es wird an der Zeit, diesen PC vielleicht ins Museum stellen. Ich glaube, der Podcast wird einfach 86 heißen. Naja. Folge 87, 86. Aber jetzt überleg mal, was er mit PC meint. Podcast ist PC. Oh. Von 86. Naja, habt ihr sonst noch irgendwie einfach generell Eindrücke oder Rückfragen bezüglich der Story? Oder, da kommen ja ganz viele Insekten vor, aber ganz hauptsächlich sind es Ameisen. Ja. Und kommt auch ein Mensch vor? Ja, es kommt auch ein Mensch vor. Und er ist Marsianer. Ach, das möchte ich betonen. Also dann ist er kein Mensch, oder? Ist das ursprünglich? Nein, es ist ein Marsianer. Er sieht halt humanoid aus. Er ist ein Mensch, aber okay. Die Menschen müssen ja jetzt nicht unbedingt in der Zukunft leben wie 86, sondern die könnten ja, auch genau. auf anderen Planeten wie, sein. Wie im Jahr 2086. Mhm. Ja. Die haben sich gedacht, Mars macht mobil. Genau. Ja. Hier, Mars. Mhm. Nimm du mal ein Mars, steck mal ein Mars in deinen Mund. Rettet so. Mark Watney. Sagst du, wie das krüpft. Oder Watney. Oh je. Das ist aber ein Twix. Aber dann redet keiner mehr, wenn alle essen. Reiter. 86 hieß das noch Reiter. Ja, das stimmt. So, was habt ihr vor jetzt hier? Erzählt wir mal. Haben hier eine nette eine Galerie. Ja, die ich weggeklickt habe aus Versehen. Galerie. Scheiß Internet. Jetzt schieb's nicht aufs Internet, wenn du zu tappig bist, mein Gott. Auf einmal ist das Internet verschwunden. Also wir haben hier eine zum Inktober gestartete Galerie.
Mit hier sehen wir zum Beispiel Johnny Starschein, einen Soldaten, der im Gemetzel ist. Und wir sehen hier auch von Heldruvin den Roboter, der mit einer Rakete verschossen wird. Es war so ein nettes kleines Crossover. Hier haben wir zum Beispiel einen Typen in der Captain's Pose, also im Chefsessel, wie man es auch Star Trek gewohnt ist. Ja, das ist. Gut, das sehen die Hörer jetzt halt nicht, aber da, ja, gut, da müssen wir halt. Die Galerie gucken. Wird auch verlinkt, das genau, wären dicke Shownotes. Ja, mindestens 86 Dinger groß. Also, das mit dem Inktober wäre ja auch eine ganz spontane Idee, und da habe ich mir gedacht, okay, ich zeichne einfach mal zu meinen jetzigen und alten Ideen, die ich mal hatte, irgendwie Figuren zu, und da habe ich von den Space Insects Figuren sowohl die klassische Version, wie ich sie mir damals als Kind ausgedacht habe, als auch die jetzige Comic Version. Da gibt's halt zwei verschiedene Galerien, die ich da halt hochgeladen habe. Das eine sind halt die Charaktere, die es bereits im Pilot gibt. Das sind diese fünf Hauptfiguren von Johnny Starshine bis Captain Jake Bluejet, sowohl in der alten als auch in der jetzigen Version, und in der zweiten Galerie, da gibt es halt dann halt noch andere Charaktere, die im Pilot gar nicht aufgetaucht sind. Bei der Inktober-Übersicht gab es wohl die ganzen Charaktere vorgestellt, alt und neu. Genau. Optisch könnt ihr das nachgucken, verlinkt in den Shownotes. Das sind immer Schwarz-Weiß-Zeichnungen gewesen von ganz vielen Ameisen oder was, von allen Insekten, von meistens Ameisen oder ist da viel? Es sind eigentlich nur Ameisen. Und da öffne ich jetzt einfach mal die zweite Galerie. Da gibt's halt noch, Einer geohrfeigt? Ja, genau, da wird einer geohrfeigt. Das war Jimmy. Ihr müsst euch überlegen, diese ganze Geschichte, die habe ich mir damals in der Kindheit vor 20 Jahren ausgedacht. Es gibt Charaktere, an die kann ich mich nur noch schwammig erinnern, ja. Schwammkopf. Ein Schwammkopf ist nicht aufgetaucht. Da ist mir jemand zuvor gekommen. Aber vielleicht auch vor 20 Jahren. Wie lange gibt es SpongeBob? Vielleicht. Das kann sein. Locker 20 Jahre. Naja, und wurscht. Ja, erzähl weiter. Ja, also die meisten Charaktere waren halt wirklich Ameisen. Und damals waren die aber halt noch sehr stupid konzipiert. Also ich bin damals auch mit einigen Klischees aus Film und Fernsehen aufgewachsen, weil das ist dann irgendwie auf diese Charaktere übergegangen, was ich dann halt im Pilot dann halt bei den Hauptfiguren geändert habe, damit die so ein bisschen mehr Tiefe bekommen und das schwarze Loch verleiht Tiefe. Ja, genau. Also in der zweiten Galerie, da haben wir zum Beispiel diesen geohrfeigten Jimmy. Und Jimmy war halt früher einfach bloß der Neue, ja, das war der Grünschnabel, und Joe war halt, also ich glaube, wir hatten das auch mal im letzten Podcast erwähnt, das waren alles Kerle, ja. Genau. So, das heißt, alle, die früher Kerle waren, die müssten dann demnächst einfach keine Kerle sein. Ja. Und etwa wie beim Battlestar Galactica Remake, wo auf einmal die ganzen Kerle weiblich wurden. Zeitgeist. Ja, aber wir haben einen großen biologischen Hintergrund dafür. Man geht nicht auf Trends ein, sondern auf Realitäten in der Ameisenwelt. Genau, weil Ameisen bestehen aus einem Matriarchat und nicht aus einem Patriarchat. Und ja, deswegen mussten die halt einfach mal eine Geschlechtsumwandlung durchmachen. Also in der Ameisenwelt. Patriarchat in der Ameisenwelt hieß der Patrick Matrick. Patriarchat. Jetzt wird's aber wieder albern hier. Dann. Und naja, Jimmy wurde dann halt sehr oft von seinen Kollegen aufgezogen, und der hat dann oft von Joe dann eine geklatscht bekommen, weil er sich zusammenreißen soll. So wie man es in klassischen Anime-Film halt kennt, ja. Ja, wo die Kindermisshandlung noch schön verharmlost wurde. Ja, genau, genau. Das würde so dieses Mal nicht passieren. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, welche von den alten Charakteren ich hier wieder mit einfügen würde. Es gibt ein Skript, aber dazu werde ich jetzt nicht allzu viel sagen, ja. Welche Charaktere jetzt auftauchen und welche nicht, das sollte ihr dann halt einfach mal abwarten und Tee trinken und spekulieren so lange, ja, bis die Ausgaben raus sind.
Und ja. Wir haben hier gerade keinen Tee, wir haben nur Dr. Pepper. Apropos Matrech, ja, die einzige weibliche. Hey. Oh. Wir haben auch Tee, Entschuldigung. Falschmeldung, wir haben auch Tee. Genau, ab wann nur Tee trinken? Lemon. Und wo wir schon bei Matriarchat sind, die einzige weibliche Ameise damals bei den Space Insects, die ist Jennifer. Und also wenn man sich das Bild halt ansieht, so sah die halt früher aus. Und so sehen die noch nicht mal im Pilot aus, die Weiblein. Ich meine, die sehen ja aus, als hätten sie irgendwie so Stoßzähne im Maul und als hätten sie vergessen, irgendwie die Zahnspange anzuziehen als Kind. Und heute haben sie sogar einen Hinterleib, also so ein Abdomen, was bei Insekten ja normal ist. Und damals hatten die das gar nicht. Die sahen, die hatten damals auch nur zwei Arme. Das war anatomisch vollkommen unkorrekt. Und es gibt halt auch noch so lustige Charaktere, die hießen zum Beispiel Spooky, der hat die ganze Zeit gespuckt und der wurde dann halt in der Küche eingestellt, was auch nicht wirklich toll war. Die seine Vorgesetzten wollten halt einfach nicht, dass er, wenn er halt irgendwo in Reihe und Glied sitzt, dass er den Vorgesetzten ins Gesicht spuckt, wenn er redet. Warum nicht? Ja, dann haben sie ihn halt in der Küche eingesetzt und da hat er dann halt immer ins Essen gespuckt. Ah ja, viel besser. Also wer Asterix und Obelix, diese alten Filme gesehen hat, der weiß ja, das hat Asterix damals auch gesagt, diejenigen, die... Also wenn das Essen umso schlechter ist, desto besser sind die Soldaten. Das war bei Asterix der Legionär oder Sieg über Caesar? Eins von beiden wird es wohl. Nein, das eine war das Comic-Heft, das andere der Film. Also es war bei wohl als auch. Ah, okay. Ich habe nur die Filme gesehen. Ich glaube, ich habe nur einmal im Leben einen Asterix-Comic gesehen. Der mit Abgründe. Der mit will nix. Burns. Jo. Ja, und dann gab es halt noch Matschbieren. Die gab es auch. Ja. Es gab auch noch Charaktere, die haben gar nicht in den Inktoma reingepasst, weil es waren keine Kapazitäten mehr. Es gab, glaube ich, nur 31 Tage im Inktoma. Ne? Vielleicht, sehr begrenzt. Vielleicht. Der November ist viel zu kurz für mein Universum. Ja, genau. Das ist krass. Ja. Naja. Du hättest machen können wie Légère Legende, bei denen wurde der Inktober zum Inkwember, zum Inksember und das ging ewig so, weiß ich noch. Der Gordon'sche Kalender hat mehr als 31 Tage pro Monat. Ja, Légère Legende. Ja. Jetzt haben wir uns mal wieder zurückgemeldet. Wir sind auch noch da. Wir sind auch noch da. Der Steffen und ich sind auch schon insektifiziert worden, aber wir können noch sprechen. Ja. Mit letzter Kraft. Ja. Naja, in dem Alter. Ne? In dem Alter. Funktioniert das alles nicht mehr so. Nee. Ist alles nicht so leicht. Aber lieber insektifiziert als infektiziert. Ja. Ja. Und lieber mumifiziert als mumsinfiziert. Das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, das hatte die Emma von Dacula gesagt. Emma. Ach. Also die hat den Spruch nicht so gesagt, sondern die hat beides vorkommen lassen und verknüpft. Count Dacula. Hatte die nicht so eine ganz merkwürdige Stimme? Mach das mal mit dem. Mach den Witz nochmal mit. Die Emma? Die Emma, ja, genau. Hieß die überhaupt Emma? Ich weiß nicht. Hast du doch gesagt. Das ist ja wie ein Frozen 2 Hildegard. Ich bin ja kein Hildegard. Hildegard. Samantha? So. Die Hildegard ist auch insektifiziert und hat seitdem kein Wort mehr gesprochen. Ja. Na, sie ist ja auch, hat sich auch verpuppt. Ja. Oh. Deswegen. Marionette. Majorette. Oui. Oui. Non. Okay. Schön ist super. Bevor das jetzt hier, sage ich ja immer wieder, aber das sagst du es immer ist, wieder. Da dann und mehr auf, du sagst es immer, nachdem es schon passiert ist. Nachdem es schon passiert ist. Ja. Nur die Leute, die den Postcard von hinten nach vorne hören, die kriegen es in der richtigen Reihenfolge mit Postkarte. 86 Memento ist es dann. Ja. Mit Menthol? Memento. Ach, Memento. Sind Sie zu stark, bist du zu schwach. Ja. Meine Damen und Herren, es war mir wieder ein... Welche Damen? Hier eben leider nicht, aber ist vielleicht... Ist Weibvolk anwesend? Die Hohe Hörerschaft. Es war mir wieder ein Vergnügen. Und ich sag mal, oder hast du noch ein Thema? Nee, ich wundere mich nur, dass es ein Vergnügen für dich war, aber... Ach so. Ja. Habe ich so leidend ausgesehen die ganze Zeit? Nein. Nein.
Nein. Wir haben lecker gegessen, also genascht, gegessen haben wir, die ganz ausgewogen, die ganzen Obstschalen. Twix, Snickers, Mars. Wieder mal, Skaramals. Das nächste Mal. Stellen wir Gemüse auf. Gibt's was? Was auf die Ohren. Was auf die Ohren. Das nächste Mal haben wir dann wahrscheinlich wieder mal den Britsturm am Start, der uns mal was erzählt. Der zuletzt was über Spider-Man rezensiert hat und am Schluss geschrieben hat, wir haben es jetzt um den Valentinstag rum, aber ich glaube, darauf hat er es gar nicht bezogen, irgendwie sowas wie, er wünschte sich mehr emotionale Tiefe oder was? Lest mal die Rezension. Das hat der Britsturm geschrieben. Ich habe es völlig aus dem Zusammenhang rausgerissen und falsch zitiert, aber vielleicht hört der Britsturm jetzt ja auch und denkt, warum machst du sowas? Ja. Damit die Leute seine Rezension lesen. Lest mal den letzten Satz von Spider-Man, wie hieß das, was er da rezensiert hat? Das war das mit den Symbionten. Ja, genau, Symbionten. Mhm. Genau. Das schwarze Kostüm. Ja, und Symbionten. Der letzte Satz klingt sehr, als wäre er im Valentinstagsfieber, aber er meint es nur nostalgisch auf Spider-Man. Ich glaube nicht, dass der Britsturm im Valentinstagsfieber ist, aber ich kann gerne nochmal gucken. Ich habe es falsch zitiert und völlig aus dem Zusammenhang rausgerissen. Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden, auch wenn ich mir noch etwas mehr Soap-Elemente aus. Soap-Elemente, ne? Wie kommst du denn da auf Valentinstag? Soap, das heißt mehr Schmalz. Öfters mal wasche. Soap heißt mehr emotionaler Schmalz. Nicht Schmalz, achso. Soap. Soap. Na gut, nicht zu verwechseln mit. Soap. Super. Das super. Heißt super. Ich würde sagen. Gib mal noch eine Sache, habe ich eine letzte Chance. Eine letzte Chance. Ich drehe jetzt mal alle anderen leiser hier, sonst wird das ja nichts. So. Marek ist schon raus, aber Marek kommt gleich nochmal zum Tschüss sagen. Das weißt du doch gar nicht. Doch. Gut. Ich gebe ja ganz gerne am Ende mal noch so einen Tipp. Ein Hörtipp, also wer es ein bisschen strukturierter mag als bei uns, der könnte sich zum Beispiel mal eine Episode-Synchronisierung nicht möglich. Ach, das ist doch super, wenn ein Plan funktioniert, ey. Geil. Also ist das nicht besser als meine Notizzelle, wo drauf Sachen draufstehen? Nee, doch, es geht. Und zwar eine spezielle Folge möchte ich euch ans Herz legen von Yay Comics, dem Podcast. Den gibt es seit dem 12. Februar, kann das sein? Das kann sein. Ja. Also diese Episode, das wäre mir ein bisschen spät, aber gut. Passt. Stimmt, ja. Und zwar aufgenommen, aber glaube ich schon im letzten Jahr oder Anfang diesen Jahres. Jedenfalls ist es auch völlig Wurst. Hört auf jeden Fall mal rein. Comic Globetrotting nennt sich die Episode und handelt davon, dass der liebe Andi von Das Alles Podcast ein Jahr lang mit seiner Frau unterwegs war in der ganzen Welt. Also sie haben sich so ein Sabbatical genommen und sind praktisch losgezogen. Und er hat es natürlich auch so ein bisschen aus dem Comic Gesichtspunkt gemacht, das Ganze, und berichtet in dieser Episode so ein bisschen darüber. Cool. Und das ist wirklich sehr interessant geworden und das kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuhören. Ja. Das hätte am Anfang sagen sollen, bis zum Schluss hört doch hier keiner zu. Wartet mal, bis ich, was ich alles rausschneide hier. Wartet mal ab. Ja, auch diese Episode wird wieder nur 7 Minuten lang, nachdem wir schnell geschnitten haben. Ja. Nicht viel länger. Nicht viel länger jedenfalls. Dann sind wir schon beim Abschlussgeplänkel, beim wie ich es ganz gerne mal nenne. Ja, hat mich sehr gefreut, dass wir wieder die Gäste hier hatten, die wir hier hatten. Ja. Sehr und cool. Ja, danke für die Einladung. Danke, genau. Dass ich mich einladen durfte. Du darfst dich jederzeit einladen. Das warum bedankt sich eigentlich der Gordon? Das ist nur, weil er schön. Unanständig sowas. Das ist so, es gibt ein Kommen und Gehen. Ja. Das ist so. Ja. Gordon sagt auch danke und nee, sagt er gar nicht. Nee, was sagst du? Ich sag danke. Tschüss. Doch, danke und tschüss, sagte Gordon. Das haben wir jetzt mal ausgerichtet an der Stelle. Schönen Gruß vom Gordon. Der Patrick war auch da. Yeah. Sagt er auch tschüss? Achso, sagt auch mal was. Ja, mach doch Mikro an. Dreht, Junge. Sagt auch mal was. Deswegen so leise. Hi. Hallo. Zum Schluss sagt man nicht hi. Ja.
Ciao, Leute. Der Patrick ist regelmäßig zu hören bei den Kollegen von, vom Telestammtisch, meistens bei den Filmkritiken. Ne? Ja, ja. Genau. Da könnt ihr auch mal reinhören. Und ja, das war's von uns. Wo bist du noch zu hören, Steffen? Ich, im echten Leben. Auf Arbeit, im echten Leben. Ja, auf der Arbeit, also. Auf der Arbeit. Bewerbt euch mal bei seiner Arbeit. Dann könnt ihr den ganzen Tag hören, wenn er im richtigen Büro ist. Macht die Bahnansagen. Das wär's, ja. So, was soll ich da noch sagen zu? Was sollst du da noch zu sagen? Wir müssen echt in Zukunft, nicht eine Legende, ja. Wir müssen echt in Zukunft auf unsere Gäste achten, wenn wir uns da so einladen. Das, ja. Jetzt machen wir halt die Nachbesprechung jetzt direkt, aber ist ja auch egal. Sollten wir das nicht, ich fand's mal wieder schon gegangen sind. Ja, nee, das könnt ihr ruhig hören, da bist du kritisch, kann jeder ab. Ja, klar. Ich fand's ein bisschen durchwachsen. Durchwachsen? Ja. Wie jetzt körperbautechnisch? Das Toll nicht vom Marek klang so gekünstelt und ja. Und beim Gordon, da weiß ich jetzt auch nicht, was in welcher Sprache er gesprochen hat. Gibt es ein Extended-Universum oder nicht? Ein Ex-Universum gibt. Ja. Das war. Durchwachsen. Ist der Patrick schon wieder rausgedreht? Natürlich. Patrick, nur wir sind on. Nein, wir machen doch die Nachbesprechung gerade. Achso, wir machen die Nachbesprechung. Mensch, ja. Fall doch nicht aus der Rolle. Entschuldigung, nein, ich falle niemals aus der Rolle. Oder wie fandst du das? Ich fand die Rolle ganz gut. Nee, die Gäste. Ach, die Gäste? Ja. Ja, fand ich ganz interessant. Ich kannte die meisten auch schon. Ja. Ja. Also es gibt unter den Gästen Comicleser. Kann auch mal was Gemeines sagen, kannst du ruhig. Das na klar, das waren auch wenn die noch hier sind. Der gemeine Mann auf der Straße fand die Gäste bestimmt auch gut. Ja, der Patrick holt zwar gerade einen Knüppel raus, aber das macht er nicht. Welchen? Nee, also wir müssen da echt drauf achten, dass wir da ja also ein bisschen mehr Struktur das nächste Mal. Du hast doch gesagt, die Christiane Backer kommt hier nicht rein, als er in die Tür geklopft hat. Die hätten natürlich weniger, mehr Struktur hätte die doch wahrscheinlich gehabt, ne? Wahrscheinlich. Ja. Ich meine, die hat ja mal vor allem moderiert, die hat bestimmt Struktur im Sinn. Ja. Naja, gut. Ja, wünschst du dir denn mehr Struktur? Ja, eigentlich. Echt? Ja. Gut. Also. Wollen wir unseren nächsten Podcast strukturiert machen? Machen wir ausnahmsweise mal strukturiert. Aber jetzt verlieren wir entweder alle Hörer oder wir gewinnen alle Hörer. Ja, vielleicht gibt es ja im Anschluss noch den Britsturm zu hören, der hat mir schon irgendwas angekündigt. Wenn nicht. Diesen Anschluss hier? Ja, entweder hier am Anschluss, wobei das hier schon relativ lang ist jetzt. Wobei, wie gesagt, alles rausgeschnitten hier. Das ganze die Gäste will ich komplett rausschneiden. Ja. Also eigentlich ist nur interessant, was hier zu sagen. Kein, weißt du? Auch euren zu fragen, können wir einfach mal im Raum stehen lassen. Ja, eben. Das ist eine der neue Form des Podcasts. Eben. Können sich dann die Hörer die Antworten selbst denken. Also wenn direkt alles beantwortend gesprochen wird, dann ist das ja auch abgeschlossen. Ja. Wer will den abgeschlossen? Da verliert man ja die Lust an der ganzen Sache dann auch. Genau, wenn ein Sammelgebiet komplett ersammelt ist, dann ist das Thema durch. Dann interessiert es nicht mehr. Deswegen einfach nur Fragen stellen, keine Antworten, dann bleibt es offen, dann bleibt es ewig interessant. Ja. Ja. Und wenn dann wirklich die Rufe groß sind, kann man ja immer noch mal eine Episode machen mit den Antworten dann. Mit großen Rufen. Schneiden wir dann nur die Antworten aneinander und dann. Mhm. Ja. Jetzt, wo wir in der Nachbesprechung sind, das konnte ich ja während des Podcasts nicht sagen, weil die Zuhörer nicht sehen können, aber wir haben alle voll interessante T-Shirts an. Ja. Also rundum, cool. Ja, beim. Außer einer. Ja. Einer. Wobei, das könnte den gordischen Knoten darstellen. Nein, stylisch ist es wahrscheinlich schon, aber ich meine, es ist kein Motiv drauf. Es ist nicht nerdig. Bitte? Es ist nicht nerdig. Es ist nicht nerdig. Ja. Ja. Wenn es nicht nerdig ist, ist es nicht der Podcast. Ja. Yeah. Also die Nachbesprechung hätte ich mir jetzt auch, mindestens die hätte ich mir noch ein bisschen strukturierter gewünscht. Das hättest du ja vorher ankündigen können. Ach Mann, ich dachte, du machst einfach mal so mit, steigst mal so ein. Strukturebene 12. Nachbesprechung Part 7. Also. Legende, hört zu, wie Steffen sagt, also. Wir können nicht versprechen, dass es beim nächsten Mal strukturierter wird, aber wir sind stets bemüht. Ach so, wir sind da bemüht. Naja, wir können das mal kommen. Es tut doch nicht immer so, als ob das eine Überraschung ist. Bemüht bin ich immer. Deswegen lege ich mir den Notizzettel hin, wo Sachen draufstehen, die ich nicht erwähnen. Das ist schon mal so ein prinzipieller Fehler eigentlich. Das ist
Ja. Da an dem Konzept könntest du nochmal arbeiten. Da könntest du nochmal ansetzen, ob du nicht das nächste Mal einfach Sachen draufschreibst, über die du sprechen möchtest. Ich dachte, das machen die anderen schon. Ja, ja. Nachher ist, ich imitiere die anderen. Mit mehr Erfolg. Ja. Anscheinend. Ich könnte jetzt hier mal vorlesen, was hier alles draufsteht, was nicht angesprochen und nicht benannt werden darf. Nee, würde ich nicht. Gut. Nee. Aber ich kann immer von den, ich kann die ersten Buchstaben von den Zeilen. Das ist C-X-W-C-I-B-U-J-I-F-L-T. Das sind die ersten Buchstaben von den jeweiligen Zeilen. Das heißt T-X-W-I-B-U-J-I. Klingt fast so als das, was der Marek vorhin erzählt hat. Ja. Ja. Na gut. Na gut. Wir. Yeah. Bevor ich jetzt nochmal nach kurz sage, hören wir jetzt auf. Ja. Macht's gut. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.